Ja, huhu und herzlich willkommen hier wieder beim Koali und wir spielen heute wieder eine Runde Vampire V20 im schönen Chicago. Und ich spiele nicht alleine, sondern ich spiele zusammen mit vier illustren Gestalten, nämlich einmal mit dem Joe als William Andrews oder Mortimer Mors. Ja, das bin ich. Ja, ich bin da. Und es ist gut, dass ich da bin, denn es ist WrestleMania-Wochenende. Das Und stimmt, ja. Richtig, richtig, ja. Gucken, ob das heute irgendwie eine Rolle spielt. Mal sehen. Ob in Chicago auch WrestleMania geguckt oder abgehandelt wird. Ja. Dann die Serie als Emma Williams, glaube ich, nicht so begeistert von WrestleMania, oder? oh Mann, ich hoffe, ich muss mir den Scheiß nicht reinziehen. Ja, leider heute auch wieder ohne Bild. Und dafür umso bildhafter Melina Farinadis, gespielt von Leopardin 202 als Bruja der Gemeinde und angehende Wrestling-Champion-Frau. Nee, Nee. Wrestling-Champion. Nicht. Aber guten Abend. Ah, keine Wrestling-Champion. Muss der Mortifer wieder alleine den Wrestling-Titel verteidigen. Oder er macht ein Tag-Team auf mit Jonathan Bauer, gespielt von Mischka. Ja, ein gutes zusammen. Ich bin eher der Bedenker als der Wrestler. Aber wir schauen mal, was sich so ergibt. Ja, wir befinden uns im modernen Chicago. Und es ist allerlei schon geschehen in und um Chicago herum. Unsere Vampire sind quasi so mit dem Prinzen der Stadt und ja, weil sie ihn vor eigentlich dem sicheren Tode durch seinen Lieblingsghoul gerettet haben und fristen relativ fröhlich ihr Unleben in Chicago, wenn da nicht so ein paar kleine Problemchen hier und da werden, die so ein Unleben mit sich bringt. Jonathan hat blöderweise sein Blutsband mit den Tremere gebrochen und hat sich da ein bisschen Unbehagen zugezogen seines Clans. Ja, Mortifer Morse hat Probleme mit der Wrestling-Liga und mit dem abgebrannten Wrestling-Studio. Emma Williams hat irgendwie einen Stalker, der ständig die Läden aufkauft, in denen sie auftritt. Und Melina wird irgendwie verfolgt von einem Ex-Lover von ihrer besten Freundin. Und sei das noch nicht genug, beschreibt euch jetzt der Jonathan, was beim letzten Mal dann noch dazu kam. Also wir gingen zusammen der Aktivität in Williams Gym auf dem Grund, also der Brand, um genau zu sein. Und haben versucht herauszufinden, warum sich Simon und Garfunkel nicht gemeldet haben. Wir waren noch da, um aufzupassen, was passiert, weil beide telefonisch nicht erreichbar waren. Haben dann selbst einmal erst versucht, so viel wie möglich in dem Gym herauszufinden. Es sah alles nach einer größeren Explosion aus. Das gesamte Obergeschoss war zerstört. Ich habe da schwer auf einen Brandbeschleuniger getippt. Und ich bemerkte, dass es auf einmal nach nasser Katze roch, was ich jetzt seltsam fand. Aber egal. Eine alte Dame mit Katze beobachtet uns tatsächlich, die aber zum Glück keinen Einkaufswagen schob, warum auch immer, die Sie einen hat keinen. Misstrauen. Bitte? Sie hat einfach keinen. Ja, sie hat auch einen. Genau. Sie hatte eine misstrauische, hellgrüne Aura, was ich herausfand. Aber sie ist eine von, sprich eine von den Kainskindern. Dann habe ich sie befragt, ob sie was mit dem Brand gesehen hat. Und sie sagte tatsächlich, dass sie natürlich den großen Brand von 1871 gesehen hat, der damals ganz Chicago zerstörte und für sehr hohe Brandschutzvorkehrungen in Zukunft sorgte. Aber dazu erstmal nur am Rande. Sie erzählte uns auch, dass sehr komische Typen in Anzügen und Schwarz- und Sonnenbrillen mit einem Auto vorgefahren wären und die Wrestling-Schule in Brand gesetzt hätten. Sie verriet uns auch, dass sie Maureen heißt.
Dass es sehr ungewöhnlich ist, dass wir einfach so auf sie zukommen, weil die meisten einfach Angst vor ihr haben. Weil sich dann Jonathan direkt fragte, warum wohl? Aber naja, wie dem auch sei. Und sie fragt uns auch, warum wir nicht beim Treffen im Elysium waren. Ja, da konnten wir keine so wirkliche sinnvolle Antwort geben, außer dass wir nicht wollten. Und sie meinte, das sollten wir doch mal tun. Aber sie scheint, wie gesagt, sehr alt zu sein und auch ziemlich auf Feuer abzufahren. Von Helena, nach der wir sie auch befragten, hat sie noch nichts gehört. Und sie wüsste auch nicht, dass diese hier in der Stadt wäre. Aber sie möchte unbedingt William kennenlernen. Was eine zugegebenermaßen leichte, skurrile Szene war, da sie gegenseitig mit abgesabberten Daumen Asche ins Gesicht wichten. Naja, wie dem auch sei. Anscheinend war auch ein Leichenwagen da. Genau. Passend zu Ostern. Anscheinend war auch ein Leichenwagen da und jetzt liegt halt die Idee nahe, ob vielleicht Simon und Garfunkel tot sind oder ob es ein anderer Schüler aus der Schule war, der zu Tode kam. Das werden wir hoffentlich noch herausfinden. Marina hat tatsächlich schon von William gehört. Er ist der, der nicht glaubt, dass wir sind. Anscheinend ist jetzt ihr klarer, was passiert ist, uns allerdings noch nicht. Sie hat auch William gewarnt, du musst aufpassen, viele wie du sind früher einfach so umgebracht worden. Auch hat sie uns erzählt, dass Lodi den Dschihad nicht aufhalten kann, weil er ihn nicht wirklich ernst nimmt oder nicht glaubt, dass er überhaupt passiert. Maureen ist ein Primogen der Malkavianer in der Stadt, fanden wir dann heraus. Der Dschihad richtet sich im expliziten gerade gegen die Camarilla, aber eigentlich auch gegen alle Vampire. Und hier hat es halt einfach einen Küken getroffen, das nicht aufgepasst hat. Marina hat dann auch vorgeschlagen, dass sie ein Treffen einberuft im Elysium, im Succubus Club und hofft, dass sie dort oder wir dort etwas Neues erfahren und vor allem über diesen immunisen Krieg gegen die Vampire. Gerade wenn man an das Silvesterereignis in Gary zurückerinnert, wo dieser religiöse Eiferer mit diesen sehr speziellen Waffen auf uns losgegangen ist. Währenddessen habe ich meinen Vater damit beauftragt, die Kommunikation mit der Polizei zu übernehmen, was die Untersuchung des Brandes angeht. Danach sind wir mit dem Auto zum Succubus Club gefahren und direkt in Brennans Arbeitsräume hinein, wo mit Lodin saß und mit Dr. Kirithias auch sich befand. Brennan hat uns ziemlich überschwänglich begrüßt und Emma hat Brennan so eine Tupperbox mit Asche überreicht und er hat sofort erkannt, dass es James war. Warum das so schnell war, das müssten wir nochmal überdenken. Und dort haben wir dann erfahren, dass der Dschihad der grundsätzliche Krieg zwischen Sabbat und Calmarilda ist. Und Maureen da viel zu viel reininterpretieren würde. Lodin vermutet, dass entweder der Prinz aus Gary oder der Sabbat hinter dem Anschlag stecken. Aber es wird wohl immer klarer, dass es gezielte Angriffe gegen ihn und die ihm Nahestehenden gibt, welche wir wohl auch sind. Schlecht für uns. Danach will er William einen guten Preis machen für den Wiederaufbau des Studios. Und seine Bitte und oder Aufgabe an uns wäre, einen weiteren Neuling namens Portia, einen Toreador, in die Vampirgesellschaft einzuführen und uns um sie zu kümmern. Die ist gerade unten im Succubus Club am Tanzen. Ich habe sie direkt mal angesprochen, das hat aber nicht so wirklich funktioniert. Und dann hat William, frisch, fromm, fröhlich, frei, wie es sie einfach mal umgetackelt, um ihre Aufmerksamkeit zu erlangen, was ehrlich gesagt irgendwie geklappt hat.
Jonathan merkt sich das für später. Danach haben wir uns an einen Tisch gesetzt und ihr erzählt, dass wir ihr helfen sollen. Sie sagte uns, dass ihr Schaffer Gerald oder Gerald hieß und er gestern am Stadtrand gestorben sei. In etwas seltsamen Umständen, denn tatsächlich ist aus dem Schatten heraus ein großes, schwarzes, haariges, hässliches Ding gesprungen und angegriffen und getötet. Und ja, also das klang so, als wenn es ein Werwolf wäre. Nicht, dass wir den Sabbat am Hals hätten, jetzt kommen auch noch die Werwölfe dazu. Und ja, mal schauen, wie wir damit fertig werden. Ja, das ist das, was letztes Mal passiert ist. Und wir hatten geendet damit, dass Portia mit euch allen am Tisch im Succubus Club ein Selfie gemacht hat. Und ihre neuen Freunde jetzt nach Instagram hochlädt. Und ja, so seid ihr alle ein bisschen näher zusammengerückt und schaut lächelnd in die blitzende Handykamera. Nein, ich mache eine Entenschnute, wie sich das gehört. Eine Entenschnute. Schade, dass du kein Bild hast, sonst hättest du uns das erstmal vormachen können. Ich weiß nicht, wie eine Entenschnute aussieht. Entenschnute. Das ist das deutsche Wort für Duckface, ist doch klar. Entenschnute. Ach so, okay. Ja. Jonathan macht. Ja, Melina kratzt sich im Kopf. Was macht William? Er grinst über beide Backen. Sehr schön. Ja. Ich kann auch mein T-Shirt ausziehen. Also das kann ich machen. Soll ich das machen? Kann ich ein bisschen die Muskeln spielen lassen? Ja, ja, nein, ja, ja, okay. Sie mustert sich so von oben bis unten, meint so. Och. Guckst du die anderen an? Ich hab nichts dagegen. Okay. Du hast ja noch was gut zu machen, ne? Jonathan, halt mal Siri. Natürlich. Ja, halt mal. Ja, und dann zieh ich mein Hemd aus. Jawohl, ja. Und dann lasse ich die Muskeln spielen. Ja. Eine weitere Picture-Folge wird gemacht. Sie streicht dir wohlwollend über die Brust. Sind Woo-Girls anwesend? Was sind anwesend? Die dann Woo machen, als er das macht. Nein, aber es gucken jetzt langsam ein paar Leute zu euch rüber. Jonathan, wir erregen ziemlich viel dabei. William, nicht Jonathan. Jonathan bist du. Ja, richtig. Du musst William sagen, Jonathan, dass wir Aufmerksamkeit erregen. Ja, William, wir erregen ziemlich viel Aufmerksamkeit. Das ist doch gut. Das ist doch gut. Das ist gut. Das weißt bringt du, Follower. Das genau, das bringt nicht nur Follower, sondern das macht auch Mortefamors bekannter. Noch bekannter, als ich eh schon bin. Verbessere mich bitte, William, aber dein Club ist eben abgefackelt worden, weil wir Aufmerksamkeit auf uns gezogen haben. Ich weiß nicht, inwiefern das gut ist, wenn wir noch mehr Aufmerksamkeit auf uns ziehen. Also dein Gym, nicht dein Club. Also du musst doch bedenken, Jonathan, ich bin so oder so eine Berühmtheit und jeder hat es auf mich und auf mein Gym abgesehen. Schließlich ist es die beste Wrestling-Schule der ganzen Vereinigten Staaten und der restlichen Welt. Das? Ja? Weil es ist doch klar, Mortifamors first. Ja, Helena rückt so ein bisschen von ihm wieder zurecht und guckt sich die Bilder auf ihrem Handy an und schiebt sich dann ein bisschen in weiter Richtung Emma und meint so, ich habe ihn vorher nicht gekannt, ist das schlimm? Sag's ihm nicht. Okay. Ja, natürlich, jeder kennt dich. Wie war dein Instagram-Profil? Muss zurückfollowen auch, ne? Hashtag Mortifamors for Wrestling President of the World WrestleMania Hashtag Champion. Das war ein langer Hashtag. Ja. Hashtag ausgeschrieben das zweite Mal oder sind das zwei Hashtags?
Hashtag beim zweiten Mal natürlich ausgeschrieben. Soll oh weia. Nee, nee, ich kann das schon. So, ja. Mein Gott, da ist ja richtig was los auf deinem Hashtag. Ja. Zeigt Emma so das Display, wo nicht viel draufsteht. Okay, beachtlich viele Follower. Naja. Ich zeig ihr meins, wo ich ungefähr dreimal so viele habe. Oh, cool, ich follow auch direkt. aber was machen wir denn sonst noch heute? Nacht ist ja noch jung. Und tanzen wolltet ihr ja nicht. Oder Mortifer Morse wollte nicht tanzen. Wir sollten euch dich in unsere Gesellschaft einführen. Da steht natürlich erstmal das Studium der Regeln der Maskerade und natürlich allem anderen, das du wissen musst. Ich habe da eine Enzyklopädie drüber verfasst. Die könntest du dir durchlesen. Das dauert nur 4 Tage. Wie langweilig. Nicht langweilig. Gibt's da einen Film von? Wir könnten einen drehen. Ja. Und dann nach YouTube hochladen. Perfekt. Nein. Widerspricht das wieder der Maskerade. Richtig. Genau darum geht es ja. Du sollst lernen, wie die Maskerade funktioniert. Und das dürfen wir nicht auf YouTube hochladen, weil das wäre ein Maskeradebruch. Was? Ich darf nichts mehr nach YouTube hochladen? Doch, aber nichts über Vampire. Keine Schminktutorials? Doch, aber nichts über Vampire. Es sei denn, es ist sowas wie... Auch nicht zu Halloween? Halloween-Vampire darfst du. Ah, cool. Die glitzern an der Sonne. Wie albern. Den verstehe ich nicht. War doch so ein Film, der war doch bei euch Teenies irgendwie beliebt, wo Vampire in der Sonne glitzern und so. Schaut kurz so auf ihr Handy. Ja. Bestimmt. Jetzt fange ich sie an zu mögen. Also ich muss jetzt wirklich 4 Tage lang ein Buch lesen. Also können wir das nicht irgendwie... Also gib mir die Basics. Melina, du kennst dich doch gut aus. Erzähl doch mal. Melina und der Mühlenknopf. Wir kennen das. Was soll ich erzählen? Ich war gerade... Die Basics. Von was? Über das Vampirsein. Leben im Allgemeinen, oder was? Also ich habe schon begriffen, dass ich nicht mehr lebe. Über das Unleben, ja. Und die Regeln, die dazu uns auferlegt werden. Regeln sind für Loser, glaube ich. Das Problem in dieser Gesellschaft ist, dass du sehr schnell selbst zum Loser wirst, wenn du dich nicht an die Regeln hältst. Jonathan? Ja, William, bitte? Quatscht ihr jetzt schon wieder über eure komischen wir sind Vampire und so? So kann man das verstehen, ja. Oh Mann. Könnt ihr euch nicht mal was Neues einfallen lassen? Warum? Das ist dasselbe, als wenn ich jeden Tag dieselbe Novelle gucken würde. Oder jemand den ganzen Tag über Wrestling redet. Mhm. Das wiederum ist vollkommen logisch, denn Wrestling ist die schönste Sache der Welt. Ich dachte, das wäre Sex. Jonathan guckt zu Boden. Oh Mann, ey. Leute, ernsthaft. Was denn? Magst du keinen Sex? Doch, aber die Diskussion geht mir gerade ein bisschen auf den Keks. Wir sollen ihr doch jetzt helfen, dann erklären wir jetzt halt, wie es funktioniert. Ja, dann mach doch mal. Ja. Moment, ihr wollt jetzt wirklich erklären, wie Sex funktioniert? Also, da bin ich dagegen. Die ist eine Funktion dafür.
Also ich glaube, ich weiß das schon, wie das funktioniert, Jonathan. Ja. Fällt alles aus dem Gesicht. Oh. Sei nicht so. Der Jonathan weiß es halt noch nicht. Was? Und ich flüstere ihr so zu. Jungfrau. Hashtag. Überhaupt nicht wahr. Ich habe sogar mehrere Bücher über Kopulation gelesen. Hast du es auch schon gemacht? Bücher lesen, natürlich. Nein, Sex. Das ist eine zu intime Frage, darauf antworte ich nicht. Hey, ich denke, wir sind total enge, gute Freunde. Freunde reden über sowas. Wirklich? Natürlich. Mit wem, wenn nicht mit deinen Freunden? Mit der Person, mit der ich kopulieren wollte? Also, sag ich ja. Mit wem, wenn nicht mit deinen Freunden? Jetzt warte mal. Du bist abgehängt. Nein. Ja, vielleicht lassen wir das Jonathan erstmal irgendwie so für sich klären. Ich glaube, wir haben jetzt hier dringlichere Aufgaben. Und setze an zu einem kurzen, knackigen Lehrvortrag darüber, wie, soweit wir das bisher verstanden und begriffen haben und soweit uns das erklärt wurde, die Vampirgesellschaft funktioniert. Dann bitte, leg doch los, Melina. Ja, das tue ich gerade. Ich wollte das jetzt nicht ausspielen, dann sitzen wir nämlich hier in einer Stunde noch. Ich würde dann auch irgendwann so ziemlich gelangweilt zurücksitzen und auf dem Handy rumdaddeln. Ja, das macht Port ja auch. Dann würden wir uns immer so lustige Kätzchen-Videos zuschicken. Guck mal, die Klingel. Wie wir, ganz am Ende des Vortrags wird sie dann doch noch mal ein bisschen wacher. Und wie war das mit dem Trinken? Du glaubst ja jetzt wohl nicht allen Ernstes, dass ich den Vortrag durchziehe, wenn ich sehe, dass die mir nicht zuhört. Okay. Sondern? Die nimmt ihr Handy in die Hand, guckt einmal auf das Display und ich sage ihr nichts mehr, guck Emma an und sage, sie ist dann jetzt deine Verantwortung. Ich habe damit nichts mehr zu tun. Hey! Ihr theoretisch ein animiertes Video mit Kätzchen machen, das Traditionen erklärt. Bitte! Super Idee! Das musst du machen! Mit Kätzchen ist alles besser. Ja. Für ein wenig Zeit hole ich mein Handy raus. Fang an. So, wie war das jetzt? Ich habe Hunger. Das ist eine sehr gute Idee. Wir sollten zu McDonald's fahren. Guck dich so schief an. Du hast aber schon gehört, was sie gerade erzählt hat. Ehrlich gesagt nicht. Ich habe nicht zugehört. Erinnerst du dich daran, was das letzte Mal passiert ist, als du zu McDonald's gegangen bist? Nö. Bestimmt was Gutes. Nein, du hingst im Museum über der Toilette und hast gekotzt. Das lag bestimmt am Museum. Nee, ich glaube, der Burger war schlecht. Mhm. Ja? Wir sollten in eine andere Filiale gehen. Also wenn ihr meint, dass man da bei McDonald's Leute trifft? Ja, Leute triffst du überall. Ich halte das jetzt nicht für einen besonders geeigneten Jagdgrund, aber... Wie macht ihr das denn so? Mein Erschaffer hat ja nicht so viel, hat mir nicht so viel beigebracht. Ich krieg immer hier was. Bis jetzt immer umsonst, aber irgendwann wahrscheinlich auch nicht mehr. Naja, ich glaube, um Leute... Ich habe noch nie gejagt. Das muss man noch können, oder? Ja. Man entwickelt gewisse Fähigkeiten. Ich glaube allerdings, dass die sehr auf die Persönlichkeit, auf die eigenen Fähigkeiten abgestimmt werden müssen. Ich glaube, dass Emma dir das besser beibringen kann, als ich das könnte, weil ihr beide andere Fähigkeiten habt, Leute in euren Bann zu ziehen, als ich die habe. Ach so, wir können nicht alle dasselbe. Ich ziehe so die Augenbrauen vielsagend hoch und runter und grinse dabei. Nein.
So scheiße siehst du jetzt noch nicht aus, Melina. Ein bisschen Schminke hier und da. Was, oh ja, lass uns ein Makeover mit ihr machen. Ein vernünftiges Kleid vielleicht. Bitte nicht. Hohe Schuhe. Wirkt Wunder. Nein. Ich glaube, das muss zu einem passen. Und zu mir passt das nicht. Und ich... Ah ja. Aber gut, William oder Mortifer will ja zum McDonald's. Ich weiß nicht. Zu welchem? Der am Museum ja nicht dann anscheinend. Nein, vielleicht sollten wir auch gar nicht nach McDonald's, sondern wir können ja auch mal Kentucky Fried Chicken... ausprobieren, denn KFC ist bestimmt auch ganz lecker. Oder was sagst du dazu, Jonathan? Wo immer hin du möchtest, William. Und er tippt halt konzentriert auf seinem Handy rum. Emma zeigt mir dann, wie man jagt. Finde ich gut. Oh Mann, immer ich. Naja, Emma, du wirst mir doch jetzt wohl zustimmen, dass du ihr da ähnlicher bist als ich, oder? Ach, es gibt Taktiken, die kann jeder anwenden. Zum Beispiel? Ich glaube, selbst Melina kriegt den Kerl dazu, dass er mit ihr mitgeht. Nickt so, guckt dann Richtung Jonathan. Jonathan kriegt auch einen Kerl dazu, dass er mit ihm mitgeht. Kommt natürlich auch hin an, wo man hingehen will und ob der Mensch da auch hingehen wollte. Also wenn ich jetzt zum Beispiel in die Uni-Bibliothek wollte und der Mensch nicht, warum sollte er mit mir mitgehen? Das stimmt. Überzeugung, Jonathan. Ah ja. Gut, da muss ich wohl noch was lernen. So, erstes Video ist fertig und ich schicke das dann weiter, allerdings mit einem Schreibschutz, so dass ich es nicht selbst wieder irgendwo hin hochladen kann. Hm. YouTube oder. Und das ist dann über die Tradition Maskerade. Du sollst dein wahres Wesen niemandem enthüllen, der nicht vom Geblüt ist. Hm. Siehst du so eine Katze, die auf zwei Beinen geht, so Vampirzähne, so einen Umhang vor sich hält und ein Mensch so heimlich vorbeigeht und zu anderen Vampiren dann den Umhang aufmacht und dann die Zähne zeigt und grinst. Und die anderen sich dann freuen und rumtanzen. Demnächst auf Mischkas YouTube-Kanal. Ja. Nee, okay. Ja. Dann ja, steht sie auf und stemmt so ein bisschen die Hände in die Hüfte und meint so, und dann auf geht's. Mein Hunger wird ja nicht besser davon. Ja, gut. Dann. Aber eben, du weißt, wo es lang geht. Ja, dann sollten wir jetzt, ja, definitiv, dann stehe ich auf und gehe Richtung Ausgang. So wie ich bin. Portia folgt. Wie kommen wir denn da hin? Im Uber? Wir haben doch einen Wagen, oder? Ich meine, Jonathan, wo ist unser Wagen? Haben wir einen Chauffeur? Cool. Bist ja reich, also, oder? Du als so als Wrestling Champion of the World. Also ich weiß nicht, wie es mit deinem Wagen ist. Musst du den nicht dein Fahrer irgendwie vor der Polizei sichern? Oder hatte der nicht... zwei Kofferraum, da müssen wir nur mal gucken. Also in meinen kleinen Renault geht halt nur noch einer rein. Also doch ein Uber. Aber wir sind doch mit meinem hergekommen und da passen doch viele rein, oder nicht? Was? Ich war noch nie in deinem Auto. Was hast denn du für ein Auto? Ich weiß es nicht. Es fährt vier Räder. Dodge Ram. Verbraucht Sprit. Fährt.
wenn mein Schlüssel rumdreht. Okay. Wo hast denn du geparkt? Ich will neben William sitzen. Das sagst du nicht mehr, wenn wir aus McDonald's raus sind. Wir gehen ja nicht nach McDonald's. Dann eben KFC. Ja, sie stöpselt sich so Ohrstöpsel in die Ohren, macht ihre Spotify-Playlist an und tanzt hinter William her. Ich tippe auf die Schulter. Was hörst du da? Hier. Hör mal. Ist irgend so ein Club-Gedöns. Unze. Nun, hör dir lieber meinen Theme an. Ja, also meine. Wie heißt denn der? Play over the world. Okay, hör ich mir an. Sehr gut, sehr gut. Ich sehe, dass sie dauernd Mucke hört. Mhm. Würde ich mich mal so ein Recording aufsprechen, würde die Traditionen reinsprechen, würde das ein paar Töne tiefer machen, sodass eine normale Musik so quasi nur als Hintergrundrauschen mitkommt, würde mich in ihren Spotify-Account reinhacken und das als Watermarking alle Lieder hinterlegen. Ah, okay. Mal Computer würfeln. Ja, oder? Mach mal. Ja. Mal Wits und Computer. Wits. Oh, das ist ja noch besser. Nehme ich. Moment, wo haben wir denn den Würfelbot? Da. Da ist noch der Joe. Ja. Kommt. Ich musste gerade was ändern. Oh, gut, 3. Ja, immerhin. 3 Erfolge, ne? Mhm. Ja. Dann läuft das wohl. Selbstzufrieden mit mir, klappe ich mein Handy zu, kann mich wieder sinnvollen Dingen widmen, stecke das in die Tasche und laufe den anderen hinterher. Ja. Tanzt weiter hinter William her. Ja, ich steige dann irgendwann ins Auto. In Emmas Auto. Ja. Dann setze ich mich nach hinten. Ja, sie setzt sich neben dich. Also, wohin? Und ich gucke eher so Melina und Jonathan an. Da, wo ihr beibringen wollt, wie man sich nährt, kann das ja schlecht. Wieso eigentlich nicht? Wie machst du das denn? Ich habe einen besonderen Gegenstand dafür, aber das ist meiner. Mhm. Wo kriegt man den her? Wenn du einen großzügigen Erzeuger hast, der dir sowas überlässt. Boah, das ist unfair. Meiner ist tot. Ja, behauptet, dass das Unleben fair ist. Siehst du unser Problem? Wieso unser? Mein Problem. Du hast doch den Becher. Oder was auch immer es ist. Ja, uns ist das Unleben generell auch nicht fair. Irgendwas ist mit diesem komischen Theme-Song komisch. William. Ist ja ganz okay, aber irgendwas stimmt damit nicht. Warum? Weiß nicht. Du, das kommt frei aus dem Fenster. Ich finde ihn perfekt. Perfekt. Nicht mein Fall. Zeig mal her. Reichte den Kopfhörer, einen von den 2 Kopfhörern rüber. Höre ich jetzt wirklich das Team von William oder das, was das liegt ja übereinander, so hatte ich das ja verstanden. Genau, ich habe das in den Hintergrund reingelegt als so Infraschallstimme quasi, die nur so am Rande des Bewusstseins zu hören ist. Aber wenn du halt immer wieder hörst, prägst es trotzdem ein. Okay, aber das kann ich bewusst überhaupt nicht wahrnehmen, ne?
Also du merkst, dass irgendwas irgendwie anders ist. Also wenn du auf irgendwas Spezielles achten willst, schon, aber musst du halt schon sehr, sehr genau hinhören, dich damit auskennen, damit du es raushörst. Ich schaue so skeptisch zu William. Sag mal, ist das für dich komponiert, oder? Ja. Genau für mich, nur für mich komponiert. Ganz alleine für mich. Irgendwie kriege ich da Kopfschmerzen von. Jetzt ist aber gut. Ich habe noch eine Frage. Wenn wir gleich essen gehen, ist ja, wo pennen wir denn eigentlich? Wie, du hast gar nichts? So nix? Guckt so ein bisschen beschämt auf den Boden. Wo hast du denn vor deinem, Mein Erzeuger hat ein Hotelzimmer gehabt. Nein, bevor er dich gezeugt hat. Ach so. Ja, bei meinen Eltern halt. Wo habt ihr gelebt? Hier in Chicago, in der Vorstadt. Aber ich weiß ja, weil Melina hat das ja gesagt, das wäre schlecht, wenn ich zu denen zurückgehe. Siehst du, Melina? Ich habe aufgepasst. Vermisst du sie? Pff. Nö. Das waren Spießer. Tja, dann ich schau die anderen an. Wo schläft sie? Ja, genau. Also ich habe keinen Platz. Ich habe viele Bücher und die sind wertvoll. Und nachher macht sie noch mit Fettfingern oder Lippenstiftfingern bitte? Da. Fettfinger. Hast du das gehört, William? Fettfinger habe ich. Mehrere hundert Jahre alt sind, da kann ich mir... Fettfinger, hat er gesagt. Also, wenn du versprichst, nicht die Bücher zu berühren. Nee, ich will gar nicht bei dir pennen. Penn bei William. Ja, das ist keine gute Idee. Bei mir ist gerade sehr heiß. Ja, perfekt. Mit heiß meint er, seine Unterkunft ist abgebrannt. Was? Warum macht man denn sowas? Das ist die Frage. Okay. Gut, dann. Melina? Bitte. Wir haben doch jetzt die letzte Zeit auch bei dir gepennt. Geht das nicht weiter? Ja, aber ich bin doch kein Kinderzimmer. Was soll das denn jetzt schon wieder? Ich habe keine Fettfinger und ich bin kein Kind mehr. Ich bin ein Vampir. Und mögt sich so zu Melina rüber. Darf ich aber keinem sagen, oder? Nein. Siehst du, habe ich mir gemerkt. Ach, eigentlich kannst du es ruhig jedem erzählen. Die halten dich eh für bescheuert. Hä? Wieso ja, das? Ihn halten sie für bescheuert. Ich würde das nicht auf andere übertragen wollen. Na, vielleicht fällt mir was ein, wenn ich was getrunken und gegessen habe. Wo wollen wir denn jetzt hin? Wir sitzen jetzt hier schon mindestens 10 Minuten im Auto und... Ja, dann fahr halt mit William zu seinem blöden KFC. Also ich meine, wir können doch überall was zu essen kriegen. Ich hätte jetzt irgendwie eine Bar oder irgendwas vorgezogen, wo es ein bisschen... mit guter Mucke. Kennt ihr eine Bar mit guter Mucke? Und jetzt nicht irgendwie Neonbeleuchtung in der Fastfood-Kette. Aber mir ist es am Ende egal. Oh, William, gehen wir tanzen? Wie wär's denn mit Joe's? Das ist Bar und da gibt's leckere Hähnchensachen. Okay. Läuft. Okay, ich lass den Wagen an und fahr los. Die Bewertungen hier im Internet sind auch ganz gut dafür. Ich sag dir, es ist ein Geheimtipp. Google mal nach Mortifamors. Hab ich schon. Und?
Es kommen so komische Ringbilder halt. Macht gut was her. Warum darf er eigentlich sogar im Fernsehen und hier im Internet Vampir sein und ich nicht? Weil er das schon als Mensch vorher getan hat. Er tut quasi so, als wäre er etwas, was es nicht gibt, was es aber in Wirklichkeit wohl gibt und er auch in Wirklichkeit ist. Aber er weiß es selber nicht. Also red nicht mit ihm darüber. Er sitzt jetzt aber... Der hat dich gerade schon gehört, glaube ich. Ach, der redet doch bestimmt wieder mit Siri. Hm. Siehst du? Er geht nicht. Was? Bitte was? Siri, wiederhole, was gerade gesagt wurde. Kriegst eine Aufzeichnung dessen, was gerade gesagt wurde. Alter, ist ja schlimmer als bei der NSA. Oder CIA. Oder FBI. Ach, keine Ahnung. CSI. New York? Chicago. Stimmt, ist besser. William, wolltest du diesen Namen nicht mehr sagen? Also rein. Welchen? Identität? Was? Siri. Deine spezielle Freundin? Du wolltest sie Alexa nennen. Oh. Warum das? Alexa! Mach, dass die anderen vergessen, was gerade eben gesagt wurde. Portia zieht so eine Augenbraue hoch. Das kann er? Kann er das? Kann er nicht. Aber du verstehst langsam, warum ihm das sowieso keiner glaubt, wenn er behauptet, er wäre mit dir, oder? Ja, nicht so richtig. Aber ich kann es mir langsam zusammenreimen. Schade. Obwohl, ganz gut, dass die Buchbude dann abgebrannt ist. Sonst noch irgendwelche komischen Geheimnisse, die ich wissen sollte von euch? Geheimnisse ja, die du wissen sollst, nein, sonst wären es ja keine Geheimnisse. Aber wir sind doch Freunde, hat Emma auch eben gesagt, oder nicht? Wir noch nicht. Geheimnisse, die man auf Freunden nicht verrät. Ah, okay. Also sollte ich euch auch nicht alles verraten. Das kommt drauf an, ob du damit unser Leben riskieren würdest, wenn du es verrätst. Nein. Siehst du, denn solche Geheimnisse verrate ich dir nicht, die dein Leben riskieren würden. Aber ich bin doch schon tot. Dein Unleben. Ah. Kleinliche Vampire mag niemand. Besserwisser auch nicht. Doch, die sind sehr beliebt. Und sie guckt mit großen Augen Emma an. Den als ja, er gerade. Sexy, besserwisserische Vampire. Als er auf die Einfahrt des Restaurants oder des Clubs fahrt, also des Parkplatzes vom Clubs, murmelt sie ein bisschen vor sich hin. Man findet keine Freunde mit seiner Art. Findet keine Freunde mit seiner Art. Da würde ich zustimmen. Und dann springt sie auch relativ motiviert aus dem Auto und meint so, Essen, ich komme! Kommt ihr jetzt? Also ich gehe gerne mit. Ja, ich gehe gerne mit. Ja, doch. Ich folge. Jawohl, wir gehen alle mit. Dafür sind wir hergekommen. Das geht mit längeren Schultern hinterher. Was ist denn los, Jonathan? Ach, ich hab nix, alles gut. Nur weil ich deine Bücher nicht lesen wollte? Nein, tut mir leid. Zeit ist Geld und so. Wir haben noch Dinge zu tun. Was denn? Ach so, nein, wir haben nicht Dinge zu tun, wir haben im Moment dich in die Gesellschaft einzuführen. Ich hab nichts gesagt. Mhm. Gut. Dann rein. Darf ich vor? Geh bitte.
Bitte. Also was ist das, Joes, für ein Laden? Beschreib mal. Es ist halt so eine Bar mit Live-Musik. Live-Musik. Wo jeden Abend irgendwas anderes spielt. Und wo es aber eben auch so wirklich leckeres Essen gibt und Cocktails und sowas. Hm. Was spielt denn da heute? Na, muss man mal hinhören, ne? Ich bin's nicht. Ja. Was ich im Übrigen nicht gut finde. Aber ich bin hier auch schon mal aufgetreten. Dann spielt da heute so eine Country- and Western-Truppe. Ach Gott, die werden auch immer schlechter. Ja, sind für Country- und Western sind die ganz gut. Nein, nicht mehr der Laden. Ja, also Portia geht vor und macht die, also gibt es da einen Türsteher, Emma? Oder sowas? Nee, ne? Ist also, nö. Wenn die Bar ist jetzt nicht so riesengroß, ist wie gesagt wirklich eher so ein Geheimtipp. Und der Barkeeper ist auch der Besitzer im Üblichen. Also es ist selten, dass jemand anderes da ist. Und der hat so ein bisschen Auge drauf, der macht das auch aus Leidenschaft. Okay. Ja, dann reißt sie mit Elan die Tür auf und läuft mit stolz geschwellter Brust in den Raum hinein. Und man hört schon die ersten Klänge der Country- und Western-Musik an die Ohren klingen. Einige Leute, die vor der Bühne Square Dance tanzen. Und ihr habt alle das Gefühl, dass Portia ziemlich cool gerade aussieht. Und es drehen sich alle möglichen Blicke schon, also von den Leuten so in eure Richtung. Sie scheint ganz schön Eindruck zu machen, oder? Ja. Ja, es fällt auch euch schwer, den Blick von ihr zu wenden. Kriege ich mit, dass sie ihre Fähigkeiten nutzt? Also du kriegst mit, dass du gerade schwer deinen Blick von ihr wenden kannst. Dann beuge ich mich zum Hiener rüber. Kommt doch gut alleine klar, das Mädel. Naja, ist halt die Frage, ob sie jetzt nur die Blicke auf sich zieht oder ob sie auch was zu essen dabei kriegt. Herr Ober! Hallo, Kellner! Ja, die Kellner sind gerade, also sämtliche Kellner, das ist ein Kellner eigentlich nur, der hier alle bewirtet, ist gerade schon in Richtung Portia unterwegs. Das ist sehr gut. Portia, ich möchte den Big Burger im Menü mit einem Milkshake, bitte. Ja, sie guckt so zu dir rüber. Menü? Was für ein Menü? Was habt ihr denn hier alles? Und da listet so auch. Habt ihr Milkshake? Wir haben Cocktails. Aber dann guckt sie so ein bisschen so, oh, kein Milchshake. Also, ich kann einen von gegenüber holen, von der Eisdiele. Und dann lächelt sie so. Dann dreht sich zu William um und sagt, sie haben Milchshakes. Danke, das ist sehr gut. Danke. Na, dann gesellt sie sich zu den Leuten, die gerade Square Dance tanzen und tanzt mit. Ach du gute Güte. Scheint das sofort zu können. Ja. Jonathan lehnt sich irgendwie an so einen Pfosten, der irgendwo im Raum ist, da in der Nähe, wo William sitzt, an und fängt an, ein deutsches Lied vor sich hin zu summen. Sein Anti-Country-Song, ein Anti-Country-Lied. Jeder, der Country hört, der hat einen kurzen Piep. Ich würde mich an die Bar setzen. Mhm. Ja, da ist ein etwas braun gebrannter, relativ gut aussehender Barkeeper mit so einem Rip-Shirt, der gerade so in gekonnt stylischer Manier irgendwelche Cocktails mixt. Okay.
Ich versuche mich so zu positionieren, dass da ich guck mal, ob da irgendwer sitzt, der schon ein bisschen getrunken aussieht. Das wäre ganz gut. An der Bar sitzt, ja, da sitzt einer mit so einem langen, strähnigen Haaren, ein etwas dickerer Mann, der so einen langen Ledermantel trägt, so einen Cowboyhut tief ins Gesicht gezogen hat und über seinem Bierglas gerade philosophiert. An der äußersten Ecke der Theke. Okay. Guckt Richtung Portia. Ja, klar. Steht da irgendwo zufällig noch eine leere Bierflasche auf der Bar rum? Leere Bierflaschen stehen da gerade nicht rum, nee. Die scheinen ziemlich schnell wieder weggeräumt zu werden. Außerdem gibt es hier Bier vom Fass, also. Das war jetzt nicht so gut, aber. Deswegen werden auch garantiert aber leere Biergläser werden irgendwo, also Gläser, leere Gläser irgendwo haben. Ja, die suche ich. Ja, dann kriege ich schon hin. Es gibt gar kein Flaschenbier. Das ist aber bitter. Bier vom Fass. Ja, gut. Vielleicht ist es ein Deutscher, ja, der in die Kneipe gehört. Ja, ja, ne, ich setze mich hat Serie ja nicht genauer definiert. Nee. Das ist der Joe, dem die Kneipe gehört. Der könnte Deutscher sein. Ja. Niemand hat ihn je gesehen, aber er besitzt die Kneipe. Ich dachte, er ist der Barkeeper. Ja, der, ich dachte, das wäre der Barbesitzer, wäre das, oder nicht? Hast du das Serie gesagt? Oder hattest du das gemeint, dass er immer der Barkeeper ist? Weitestgehend. Also, dass er oft der Barkeeper ist. Er kann natürlich nicht alle Schichten abdecken, aber. Aber dann hat er ihn auf jeden Fall schon mal einer gesehen. Schade. Ja, vielleicht. Naja. Gut, der Barkeeper kommt dann aber auch zu dir rüber, Melina, und meint so, kann ich Ihnen was bringen? Ja, ein Bier bitte. Der Kellner kommt auch irgendwann mit Milchshake und Burger zu William. Und was macht Emma währenddessen? Ich begrüße den Barkeeper an der Bar, hole mir da persönlich einen Drink ab und gehe dann zu den anderen an den Tisch. Mhm. Also Melina bleibt ja an der Bar sitzen, oder? Ich bleib an der Bar sitzen, jawohl. Ich setze mich da zu dem schwierigen Country-Typen. Ja, der betrachtet immer noch Portia. Versucht jetzt so an dir vorbeizugucken. Ich schubse ihn so ein bisschen wieder auf seinen Platz zurück. Hey, was soll das? Du kommst mir gerade ein bisschen zu nah. Bleib da sitzen, wo du sitzt. Hey, ich war zuerst hier. Verzieh dich. Ich gucke ihn nur an. Rede ich Spanisch? Bist du irgendwie blöd oder so? Ich habe gesagt, du sollst einfach da sitzen bleiben, wo du warst. Du sitzt mir im Blickfeld. Und versperrt dir was? Den Blick auf die Band. Mhm. Guckst du an die rauf und runter, du glaubst doch wohl nicht an, jetzt ist, dass du da eine Chance hast, oder? Was? Verzieh dich. Geht von seinem Hocker runter, nimmt sein Bierglas und geht in den Raum rein. Ich stelle ihm ein Bein. Schau ich doch mal. Warte mal, wo ist denn mein Discord?
Ah, zwei Erfolge, das kriegt er wohl hin, dass er das mitkriegt und über deinen Fuß hinüber springt. Schade. Guckt sich dann böse zu dir um. Da beachte ich dann nicht weiter. Kurz zur Erklärung mal für den Stefan. Nein, die Gruppe ist nicht vom Methusalem versklavt, nur der Jonathan. Kann das sein, dass der Kellner dich gerade doof von der Seite angemacht hat? Wen fragst du jetzt? Na. Unsere Melina. Was, mich, der Kellner? Nee. Das Nicht? war hier nur Oh. so ein Besoffener von der Bar. Ach so, ja, stimmt. Der Kellner hat mir ja gerade mein Milchshake gebracht. Ich habe es ja genau gesehen. Aber warte mal eben. Ich stehe auf, gehe zu dem Besoffenen und hau ihm ohne Vorwarnung eins in die Fresse. Also nee, gar nicht wahr. Gar nicht wahr. Ich mache einen Wrestling-Move. Ich Ja. nehme ihn hoch zu einem Body Slam und lasse ihn dann mit dem Body Slam durch den Tisch rauschen. Oh Gott. Autsch. Oh. Okay, mein Plan ist nie Ja, aufgegangen, aber ich, Spoiler, ich wäre sanfter gewesen. ja, der ist so überrascht. Mach mal Geschick und Brawl. Und falls du das dann irgendwie mit einem Erfolg schaffst, nur dann wird das wohl hinhauen. Sekunde, bitte. Geschick, ja, sagtest du. Dead Row Lyko hat es schon erfasst, ja. Gottes Willen, ja. Ja, zwei Erfolge, perfekt. Ja, du nimmst ihn hoch zum Body Slam und lässt ihn durch den nächstbesten Tisch krachen. Das ist alles, was auf dem Tisch dann, der Tisch selber geht mit lautem Krawall in Brüche und er liegt jetzt mit einem grotesk verdrehten Arm irgendwie auf dem Boden und schreit. Und Jonathan, die Jonathan, Musik Jonathan! hört instant auf zu spielen. Alle Leute gucken jetzt Richtung William. Jonathan, Jonathan, komm schnell, du musst ihn auszählen. Ich pinne ihn. Jonathan schüttelt den Kopf und geht aus der Bar raus. Wo ist hier der Ringrichter? Hallo, Ringrichter! Ringrichter! Alle Leute gucken William nur total entgeistert an. So irgendwie, what the fuck, Gesichtsausdrücke. Und einer meint jetzt irgendwie, einer kriegt sich gerade wieder zu fassen irgendwie und steht auf und hey, was soll das? Lass den Mann in Ruhe! Aber das mache ich doch. Ich liege doch nur hier auf ihm und pinne ihn. Schließlich ist immer noch WrestleMania-Wochenende und ich bin nicht eingeladen. Ihr könnt mal alle einen Wurf machen auf Aufmerksamkeit. Für mich auch oder nur für die in der Bar Ja, du sind? bist herausgegangen. Genau. Du kriegst da nichts mit. Was ist nochmal Aufmerksamkeit? Entschuldigung. Moment, ich muss Perception? Perception und Alertness. So lange her, dass ich Vampire mit euch gespielt habe. Wir müssen öfter spielen. Ja, wirklich. Keine Erfolge für Emma. Zwei Erfolge für William und Melina hatte. Vier. Vier Erfolge. Oh, vier Erfolge. Ja, also dann kriegt Melina auf jeden Fall mit, dass der Barkeeper gerade ein Telefon in der Hand hat.
Und Emma kriegt außerdem, genau wie Melina, auch noch mit, dass gerade in der hintersten Ecke, kurz vor der Bühne, und alle starren ja gerade William wie entgeistert an, Portia... Wieso krieg ich das mit? Ich habe nur Erfolg. Ach so, genau, William meine ich, Entschuldigung. Mit seinen zwei Erfolgen. Wie da Portia an der Ecke von der Bühne steht, in einer etwas, ja, etwas dunkleren... einen etwas dunkleren Winkel und ihre Zähne gerade im Hals von irgendeinem merkwürdigen Typen vergraben hat. Gut, Verhör. Also das immerhin hingekriegt. Hey, Barkeeper? Hallo? Ja, ja, genau, hier, ja. Kommen Sie sofort. Hier ist irgendein Randalierer, ja. Was, bitte? Wir kriegen das mit ihm hin. Keine Panik. Ja, die Polizei kommt gleich. Hey, du! Ruf dann Richtung William. Aufhören! Erst wenn hier jemand bis drei gezählt hat, dann kann ich aufstehen und meinen Siegeszug fortsetzen. Ich hab eine Idee, ich hab eine Idee. Alexa! Zähle bis drei. Das klingt aus deinem Handy. Eine 1, 2, 3. Ding, 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 ding. And the winner is Mortifamos, Wrestling Champion of the World. Ja, ich stehe auf von ihm und gehe Richtung Ausgang. Ja. Ja, der eine Typ, der eben ja ein bisschen Schneid hatte, guckt in deine Richtung. Ey, bleib hier bleiben! Das geht nicht. Das Match ist zu Ende und ehrlich gesagt haben sie hier überhaupt keinen Zutritt. Hier ist der Backstage-Bereich. What the fuck? Geht's dir noch gut, Alter? Also, wenn wenn man es genau nimmt, geht es mir sehr gut. Ich habe gerade gewonnen und bin immer noch Wrestling Champion of the World. Ich gehe da rüber, stelle mich zwischen die beiden, schieb William Richtung Tür. So, jetzt geh mal raus, geh in den Backstage-Bereich und sag zu dem Typen, Alter, merkst du es nicht, oder was? Ja, stimmt, mit dem kannst du jetzt hier nicht vernünftig diskutieren. Sei froh, dass er dir nicht auch noch eine runtergehauen hat und dann wieder. Hey, ich will keinen Ärger. Gut so, dann halt die Fresse und geh zu deinem Bier. Ja. Portia kommt jetzt gerade auch irgendwie auf eure Höhe gelaufen. Ganz fröhlich im Gesicht, hat ein bisschen so ein rote Flecken so über den Lippen. Psst. Geht dann irgendwie so an euch vorbei Richtung Ausgang. Und ich zwinker ihr dann zu, na, das hat ja wenigstens gut funktioniert. Genau, Moment der Unachtsamkeit ausnutzen. Und nicht zu viel trinken, hoffentlich. Geht raus. Wenn Portia rauskommt und immer noch so bei meinem Blut so von der Haut. Ja, der hat sie drinnen schon gemacht. Da hast du immer noch rote Striemen auf der Haut, oder? Nee, es hat einfach nur ein bisschen rotere Lippen gehabt. Also sie hat jetzt nicht total blutverschmiertes Gesicht gehabt oder so. Ach so. Nur ein bisschen halt so. Tja, der Joe, wer weiß. Ja, und Emma, Melina und William wollen drinbleiben? Ich dachte, William wäre auch. Ah, William geht auch raus, okay. Und Emma und Melina bleiben drin? Ich war anscheinend gerade so verplant, dass ich gerade irgendwas anstarre. Okay. Ja, jetzt. Ein Bild an der Wand. Oh. Bedauerlicherweise ist der Laden jetzt ja wohl irgendwie erstmal heißes Pflaster. Jetzt sollten wir hier nicht noch mehr Aufmerksamkeit auf uns ziehen. Ich bin dafür, dass wir gehen. Dann gehst du auch raus. Und ich stupst Emma noch so an, wenn sie in der Nähe ist und nicke so zum Ausgang. Na, das, was sie dann noch mitkriegt, als sie dann da so sitzt, also reißt dich das aus der Trance, Emma? Die ist richtig in Trance jetzt? Hat sie ja gerade gesagt. Wenn ich was sehe, dann sehe ich was, ne? Ich würde da das Bild angucken, auch so da stehen wie, neu.
Schön. Mit Kätzchen drauf. Die Billard spielen. Yay. Hohe Kunst. Alles ist mit Kätzchen schöner. Ja, okay, wenn sie da so vorsteht, dann stüpse ich sie nicht nur an, dann hacke ich sie bei mir unter und ziehe sie hinter mir. Ja. Als du sie gerade wegziehst, hörst du kurz von der Bühne einen Frauenschrei. Ah! Hohen, schrillen Schrei. Und ich ziehe ein bisschen stärker zur Tür. Ja, dann steht ihr irgendwann alle bei Jonathan draußen auf der Straße. Jonathan? Ich schub's Emma an. Emma, mal an, du solltest doch auch... Wir sollten hier jetzt ganz schnell verschwinden, auf zum Auto. Ganz schnell. Ich befürchte schon, dass Polizei bald kommt. Die sind schon angerufen, ja. Die sind wenn ich das Bild nicht mehr sehe, bin ich ja raus, oder? Ja, 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 eben, wenn du das nicht mehr siehst, bist du ja eigentlich raus. Was war denn? Da war so ein schönes Bild. Ja. Ja, hervorragend. Zum Auto. Erklären wir gleich. Raus. Jonathan? Ja. Ich weiß nicht, ob ich es dir schon mal erklärt habe, aber wenn ich auf einem drauf liege und er liegt auf seinen Schultern und ich habe sein Bein angewinkelt, dann musst du auf den Knien angerutscht kommen, auf Höhe des Kopfes und dreimal mit deiner Hand auf den Boden schlagen. Weißt du, was du vergessen hast, William? Nein. Du warst nicht in einem Wrestling-Ring. Das war ja auch ein Streetfight. Ja. Aber ein Streetfight in einer Bar mit einem normalen Menschen zu machen, nennt man Tätlichkeit und das ist strafbar. Nee. Doch. Deswegen kommt gleich Polizei und wenn die dich erwischen, kommst du ins Kittchen. Dann sollten wir wohl hier weg. Ja. Eilt ja. Alle zum Auto. Portia ist ziemlich ruhig. Schmatzt noch ein bisschen so und lutscht sich so selber auf der Unterlippe herum. Sitzt dann irgendwie im Auto wieder neben William und meint so: Super Ablenkungsmanöver, William. Super Ablenkungsmanöver. Ja. Ich bin satt. Ich, perfekt. Siehst du, alles nur für das Wohle der Gruppe. Und meinen eigenen Wrestling Champion of the World Titelkampf. Ach, das war auch ein... Leute, jetzt mal gar nichts hier zum Wohl der Gruppe. Ihr habt uns hier gerade so richtig in die Scheiße reingeritten. Bitte was? Ja, bitte was? Was denn? Du hast den Typen leer gesorgt, oder? Na klar, ich hatte Hunger. Wenn du mir zugehört hättest, wäre dir vielleicht aufgegangen, dass ich dir gesagt habe, dass man Menschen niemals ganz aussaugt. Das muss ich irgendwie verpasst haben. Das kommt aber nicht in den Prinzipien vor. Aber natürlich. Nein. Aber sicher, das sorgt doch dafür, ja, vielleicht im Katzenbild, aber das sorgt doch dafür, dass wir unter Menschen nicht auffallen. Hat doch keiner gesehen. Wir können auch keine Spur von Leichen hinter uns zurücklassen. Spinnst du denn? Wieso hinter mir? Ich habe nichts gemacht. Ja, du hast nichts gemacht. Und wenn der Einzige, der randaliert hat in der Bar, war William. Und wenn der Laden jetzt eine Videoüberwachung hat und du da drauf bist, wie du den Kerl aussaugst, hast du mal drüber nachgedacht? Stutzt kurz. Wenn du dem einfach nur ein bisschen Blut abgetrunken hättest, dass der vielleicht leicht bewusstlos ist oder ein bisschen benommen oder irgendwas, dann hätte er gedacht, er hat vielleicht zu viel gesoffen und wäre da so wieder rausspaziert. Aber dann bin ich ja nicht satt. Dann musst du mehrere aussaugen. Du kannst nicht einen Menschen komplett aussaugen. Warum nicht? Weil du damit jemanden umbringst. Weil du damit die Aufmerksamkeit auf uns richtest. Das hat doch keiner mitgekriegt. Aber hallo, da hat gerade eine Frau wie am Spieß geschrien. Ja, aber und mich hat keiner gesehen. Jetzt eine Leiche. Ja und? Gute Frau. Du weißt, dass das Schönste im Leben das Leben ist?
Wie kannst du da einfach so das wegschmeißen? Ja, mein Unleben. Aber nicht von dem komischen Typen da. Das interessiert mich dem sein Leben. Können wir die zurückgeben? Ich schaue Melina an. Du bist ganz jetzt, schön herzlos. Jetzt mal ehrlich, ich hatte Hunger. Dir stört kein bisschen, dass du ein Menschenleben genommen hast? Stutz kurz so. Nein. Ja, ich denke, das sollten wir dem Prinzen sagen. Ich glaube auch. Das ist auf keinen Fall. Warum? Weil das bedeutet, dass es dir an Menschlichkeit macht hebt. Sich William jedes Mal, wenn er einen Burger isst, Sorgen um das Schwein, was gestorben ist? Ja. Sollte er. Was? Kommt sie ins total verwirrt Richtung Williams. Ich denke jedes Mal daran und hoffe, dass es artgerecht geschlachtet wurde. Also ich habe den Typen mal ziemlich artgerecht ausgesaugt. Aber nötig war es nicht. Er hat nicht gelitten, es hat ihm ziemlich gut gefallen. Du hättest auch von ihm trinken können, ohne ihn zu töten. Ja, hätte ich, aber dann wäre ich nicht nackt gewesen. Aber dann hättest du halt noch an einem. Ja, aber das nicht. William war ja schon am Gehen. Eigentlich war Jonathan am Gehen, weil ich. Also, und überhaupt, wie eklig bist du überhaupt? Hä? Ja, wie kann man an einem Menschen saugen? Das ist widerlich. Das ist voll toll. Ich nicht. Nein, mache selbst ich nicht. Und das glaube ich dir nicht. Bin hier der Vampir. Ja? Ja, sind wir doch alle. Na. Och Mann, jetzt fangt er schon wieder damit an. Nein, der einzige Vampir hier bin ich. Sie fährt ihre Fangzähne aus. Ja, netter kleiner Trick. Wie auch immer du das gemacht hast, lass das. Klau nicht mein Gimmick. Wo sind denn deine? Ja, Moment. Ich greife in die Innentasche. Also in die Hosentasche, nehme meine Zähne raus und mach die rein. Also hier sind sie. Siehst du sie? Schüttelt so ein bisschen mit dem Kopf und grinst vor sich hin. Das meint er nicht ernst, oder? Und ob? Ganz schön haarig. Also ehrlich gesagt ist meine Brust frisch rasiert. Boah, Leute, können wir bitte nicht vom Thema abkommen? Es ist dir jetzt ernsthaft nicht klar, was du da gerade Nein, ich habe nichts gemacht. Der Einzige, der Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat, war William. Es geht hier nicht um Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Durch irgendeine Blödsinnsaktion. Zu dem kommen wir später. Erstmal bist du dran. Das war richtig große Scheiße, in die du uns reingelassen hast. Wir können doch keine Spur von Leichen hin. Also wir als Gruppe nicht. Du nicht. Wenn du. Ich hab doch keine Leiche hinterlassen. William hat eine Leiche hinterlassen. Nein, du hast eine Leiche hinterlassen. Also die lag in der Ecke, da war er gar nicht. Ach, das wird man in dem ganzen Getümmel nicht mehr wissen. Moment. Moment, Wilhelm. Willst du jetzt sagen, dass du, wenn du kannst, die Leiche, die du produziert hast, einem anderen Kainiten in die Schuhe schieben willst? Also das ehrlich gesagt? Gerade gesagt, ja. Ich wäre dafür, dass wir sie sofort vernichten. Ich auch. Ich bin auch dafür, dass wir die sofort wieder loswerden. Wir fahren zurück zum Dings. Wie heißt der Laden nochmal? Zu Gubus Club. Ja, genau, danke. Also ich verstehe das Ganze immer noch nicht. Was gibt's denn daran nicht zu verstehen? Du hast gerade jemanden gemacht. Du hast in einer Bar, in einer Ecke, wo man dich relativ gut sehen konnte. Nein, wenn, mich hat keiner gesehen. Oh, und selbst wenn, ich habe dich gesehen. Ja, aber du verrätst es nicht. Bist du dir sicher? Wäre ziemlich assi.
Was du gemacht hast, war ziemlich assi. Na gut, ich gebe es dazu. Ich habe dich gesehen und ich glaube, es besteht die Möglichkeit, dass er vielleicht auch noch etwas anderes hat. Und selbst wenn nicht, es geht einfach nicht, dass wir Leichen hinter uns zurücklassen. Dass du Leichen hinter dir zurücklässt. Das macht dich angreifbar. Das macht dich zur Zielscheibe. Na gut, dann bringe ich es wieder in Ordnung. Ach, und wie? Ich gehe zurück und gucke, ob mich jemand gesehen hat. Und den bringst du dann auch um? Was macht man sonst? Niemanden umbringen. Ist ja jetzt ein bisschen spät. Ja, richtig. Hättest du mir zugehört, hättest du das gewusst. Weißt du, mit diesem Desinteresse kannst du nicht in dieser Welt überleben. Entweder du machst dir klar, was das bedeutet, ein Unleben zu führen und hältst dich an die Regeln und sorgst dafür, dass die Maskerade nicht bricht. Du hast dich in aller Öffentlichkeit gezeigt, auch wenn du in der Ecke warst. Aber das hätte doch sofort jeder andere sehen können. Ey, keiner, von dem ich nicht wollte, dass das sieht, hat's gesehen. Du wolltest, dass ich dich sehe? Du kannst dich auf der einen Seite behaupten, du wirst es noch nicht, wie es läuft, und auf der anderen Seite so tun, als hättest du deine Fähigkeiten total im Griff. Das glaube ich dir nicht. Und wenn jetzt? Dir nicht klar ist, wie du dich hier in dieser Gesellschaft verhalten musst, dann kann man dich ja kaum noch vor die Tür lassen. Deswegen seid ihr doch dabei. Wir sind aber nicht dabei, um deine Ausputzer zu sein und irgendwie für dich aufzuräumen oder dass du vielleicht, wenn es dir gerade passt, die Scheiße in die Schuhe schieben kannst. Ja, okay, tut mir leid. Du willst erwachsen sein? Du willst hier ein richtiger Vampir sein? In dieser Gesellschaft leben? Dann sorg für deine eigene Scheiße. Ja, wie denn? Und nicht so. Ich habe versucht, dir das beizubringen. Du hast mir nicht zugehört. Jetzt hast du alle in die Karte. Ja, aber du hast mir nicht beigebracht, was man in so einer Situation tut. Du hörst auf. Du trinkst ein paar Schluck und dann hörst du auf. Ja, ich weiß, ich hab's begriffen, und aber das ändert die Situation jetzt doch nicht. In eine Situation wie jetzt hättest du niemals kommen dürfen. Ich habe keine Ahnung, wie man das jetzt wieder gerade biegt. Ja, dann lass mich das so gerade biegen. Wie? Ich gehe zurück und gucke nach. Indem du noch einen Menschen tötest, bestimmt nicht. Du gehst zurück und guckst nach. Und dann, wenn du feststellst, dass du drei gesehen, dann? Dann überlege ich mir was. Nein, du überlegst dir vorher einen Plan. Weiß nicht. Kann der Brennan nicht irgendwas machen? Nein, du kannst dich nicht auf andere Leute verlassen. Du bist für dich selbst verantwortlich. Ich habe das gesehen, dass der manchmal sowas macht, wie Leuten sagen, vergiss das und so. Das ist doch scheißegal, was er für Fähigkeiten hat. Ja, ich versuche doch nur, die Situation zu lösen. Du kannst dich nicht darauf verlassen, dass dir andere Leute den Arsch retten, wenn du dich in Scheiße reinmanövrierst. Du musst selber klarkommen. Du musst dir für deine Scheiße jetzt einen Plan überlegen. Ja, wenn du mein einen Plan hast, heißt Brennan. Nein, die Scheiße bei anderen Leuten abladen ist kein Plan. Sondern? Wer erwachsen sein will, muss seine Scheiße selber ausbaden. Dankeschön. Dann, weiß ich nicht, gebe ich denen Geld oder so. Das hast du woher? Und du glaubst wirklich, Geld macht, dass ein Menschenleben einfach egal ist? Nicht? Es gibt Menschen, die um ihn trauern. Du hast die Frau schreien gehört, oder? Ja. Ja, alle meine Ideen, sagt ihr, sind scheiße. Ja, dann überleg weiter, bis dir was Gutes einfällt. Ich fand die Idee gut. Fällt nichts anderes ein.
Dann hast du Hausarrest. Wer sich benimmt wie ein Kleinkind, muss auch bestraft werden wie ein Kleinkind. Wenn du einen guten Plan hast, kannst du zu mir kommen und mir den unterbreiten. Und ansonsten bleibst du auf deinem Zimmer. Welches Zimmer denn? Ich besorg dir eins. Von mir aus stecke ich dich im Gulli, mir ist das sowas von scheißegal. Aber du kommst jetzt erstmal nicht mehr raus. Nicht, wenn ich noch da irgendwas drüber zu sagen habe. Tja. Und jetzt zu dir, William. Irgendwie so groß Tja zu rufen und irgendwie jetzt hier nochmal in große Sprüche drücken zu. Das läuft ja auch nicht. Was war das eigentlich gerade für eine Aktion? Also Moment einmal. Ich habe nur gehandelt, weil du angegriffen wurdest. Es war Selbstverteidigung. Ich habe dem Idioten ein Bein gestellt, Mann, weil ich eine Prügelei loszetteln wollte. Ich wäre mit dem in den Hinterhof gegangen, bewusstlos geschlagen und ein paar Schluck getrunken. Und dann wäre er da wieder zu sich gekommen und hätte gedacht, er hat zu viel gesoffen oder irgendwas. Da wäre überhaupt nichts dabei passiert. Also jetzt stopp. Wenn meine Hand nach oben geht, schweigt dein Mund. Ich muss dazu sagen, wenn du mir jetzt gerade gesagt hast, du hättest ihn auch verprügelt, dann kannst du mich jetzt nicht dafür verantwortlich machen, dass ich ihn verprügelt habe. Ich kann doch nichts dafür, dass du zu langsam bist. Meine Güte. Hinterhof. Das geht alles um eine vernünftige Show. Du hast einfach einen Mann angegriffen, der sich nichts dabei gedacht hat. Ach so. Und der hätte mich zuerst gehauen. Verdammt nochmal, da hast du denn keine Ahnung, wie man sich ein bisschen irgendwie in was reinlaviert, um daraus zu ziehen? Also Jonathan, entschuldige bitte, meine Hand geht nach oben. Lass mich ganz kurz überlegen. Moment. Wenn ich es gerade richtig verstanden habe, korrigiere mich, wenn ich es falsch interpretiere und korrigiere mich einfach. Wenn ich es richtig verstanden habe, sagte Melina eben, dass er angefangen hätte, sie zu hauen. Richtig? Wenn mein Plan aufgegangen wäre, ja dann. Konjunktiv. Meine Hand ist immer noch oben. Richtig? Sie wollte provozieren, dass er sie schlägt und er... Sie wollte ihn dann auf den Hinterhof einladen, wo sie niemand sieht. Moment, ja, das verstehe ich. Das geht in meinen Kopf rein, ich bin ja schließlich nicht blöd. Verprügeln ist okay, töten nicht. Richtig. Funkstelle, Kleines, sonst hole ich dir ein Handy ab und du kriegst es nie wieder. Gut, gut, das schreibe ich mir auf. Was? Er darf sein Handy behalten? Ey, halt doch einfach mal die Klappe! Letzte Warnung. Also ihr Grad von Scheiße, die ihr uns gerade reingemacht habt, ist deine ganz viel größer als seine. Ganz viel größer. Ich finde es immer noch sehr ungerecht, dass ich jetzt gerade Ärger bekomme, weil du hättest ihm ein Bein gestellt, wenn er nicht anscheinend zu intelligent gewesen wäre und es nicht gemerkt hätte. Und somit hättest du den ersten Schlag ausgeführt. Dann hättest du ihn unauffällig, natürlich, total unauffällig, wenn er voll auf die Fresse fliegt, in den Hinterhof eingeladen. Na klar, ist ja auch total einfach. Oh, du bist auf die Fresse gefallen. Darf ich dir in den Hinterhof helfen? Dort können wir dich verbinden. Oder wie stellst du dir das vor? Nein, Jonathan, ich glaube, sie wollte provozieren, dass er sie angeht und sie dann sagt, wollen wir das draußen klären. Jonathan hat mich verstanden. War ein guter Plan. Ich fand meinen Plan auch gut. Ich bin hingegangen und habe ihn einfach durch den Tisch gehämmert. Du hättest ja auch einfach sagen können, willst du mit mir auf dem Hinterhof ein Wrestling-Match machen? Vielleicht hätte er gesagt, klar, dich halbes Hemd mache ich locker, du weißt schon. Aber in Sichtweite anderer Menschen, die befähigt sind, die Polizei zu rufen, einen Menschen anzugreifen, ob jetzt WrestleMania ist oder nicht, William, ist Tätlichkeit. Und dafür rufen Barkeeper Polizei. Und die wissen schon, wer du bist. Und ich denke gerade drüber nach. Wie, der Barkeeper hat die Polizei gerufen? Ich mache ganz schnell den Motor an und fahre weg.
Ich dachte, du fährst schon längst. Ich dachte, wir sprechen das hier im Auto. Scheiße, was war... Ich dachte auch schon, dass ihr längst schon losgefahren seid. Ja. Nein. Fahr. Ja, dann. Ja. Okay, das nächste Mal, Jonathan, baust du erst im Hinterhof den Ring auf und dann lade ich ihn ein. Hast du einen aufblasbaren Ring? Wie soll ich denn einen Ring irgendwo aufbauen? Ich habe doch Ringpfosten, Seile, die Sperrholzplatten für den Boden, das Eisen gestellt. Wo soll ich denn das? Ich kann dir das ist kein Problem. Ich gebe dir einfach die Telefonnummer von meinem Promoter. Der wird das dann organisieren. Ja, bis das hergebracht und aufgebaut ist, dann müssten wir ja die halbe Nacht in dieser Bar sitzen und dann musst du noch jemanden finden, der sich da mit dir prügeln will. Also war meine Aktion doch leichter. Wenn du es nicht in der Bar gemacht hättest. William, du verstehst doch die Regeln von fairen Kämpfen, oder? Und faire Kämpfe sind, dass beide Gegner wissen, auf was sie sich einlassen, dass sie einen Eindruck haben von der Stärke ihres Gegners und dass sie auf den Kampf vorbereitet sind. Du hast deinen Gegner angegriffen, ohne dass er irgendwie wusste, was auf ihn zukommt. Der wusste nicht, dass jetzt ein Kampf stattfindet. Der wusste nicht, dass du sein Gegner bist. Und er hat keine Ahnung von Wrestling gehabt. Das ist nicht fair, was du da gemacht hast. Und du bist doch Mortifer Moss, du stehst doch aber auch für faire Kämpfe. Was ist denn das für ein Meistertitel, wenn du den hast gegen irgendwelche Flaschen, die überhaupt nicht wissen, was auf sie zukommt? Du bist, wenn du solche Kämpfe führst, dann bist du eine arme Wurst, der sich irgendwelche Schwächlinge aussucht, die nicht wussten, was auf sie zukommt, die nicht mal wussten, dass überhaupt ein Kampf stattfindet, die völlig unfair überrumpelt werden. Weißt du, dann kann jeder einen Kampf gewinnen. Okay, das verstehe ich. Also suche ich mir das nächste Mal einfach einen größeren aus und sage ihm vorher, ey, pass auf, wir machen jetzt einen Wrestling-Kampf. Jawohl. Und wenn der sagt ja, los geht's, dann darfst du ihn hauen. Okay. Aber doch nicht in der Bar. Da werden sie früh genug von alleine rausgeschmissen. Aber wenn beide sich einig sind, dann halt gibt es dafür zumindest. Ich habe so schöne Fortschritte gemacht. Ey, komm. Jetzt hat er es zumindest kapiert. Jetzt aber nochmal. Also für mich, vielleicht geht es ja euch nicht so, für mich ist das wahre Problem nicht, dass William eine Schlägerei angezettelt hat oder nicht mal hundertprozentig, dass die Kleine jemand umgebracht hat, sondern dass sie es William in die Schuhe schieben wollte. Das finde ich und dass sie. Dass es ihr vollkommen egal ist, dass sie ein Leben. Richtig. Ich wollte hier nur erstmal unmittelbare Tatsachen schaffen, damit wir hier alle klar sind, auf welcher Diskussionsgrundlage wir uns unterhalten. Natürlich geht das gar nicht, das anderen in die Schuhe zu schieben, und es geht schon mal gar nicht, dass einem das scheißegal ist, weil andere Leben gegenüber dem eigenen anscheinend nichts wert sind. Mein Erschaffer hat mir das so beigebracht. Dann hat er dir Mist beigebracht. Woher soll ich das denn dann wissen? Hast du vielleicht auch ein bisschen Rechtempfinden aus deinem Leben vorher? Bist du vorher durch die Gegend gelaufen und hast Menschen umgebracht oder verletzt? Nein, da konnte oder... ich das aber auch noch nicht. Ach, und jetzt, weil du es kannst, musst du es tun. Muss nicht. Aber es macht dir Spaß. Es hat mich gesättigt. Gesättigt wärst du auch worden, wenn du nur ein wenig getrunken hättest und dir danach ein anderes Opfer gesucht hättest. Das und es wäre niemand ja zu Schaden gekommen. Aber ich konnte nicht aufhören. Das ist etwas ganz anderes. Warum? Das kann man lernen. Menschlichkeit kann man nicht lernen. Und überhaupt schiebt man niemand anderem in die Schuhe, was man selber verbockt hat. Versuchst du das noch einmal, dann wird Siri dir die Leviten lesen. Ich meine Alexa.
Haben wir uns da verstanden, Fräulein? Na gut. Guckt so ein bisschen niedergeschlagen auf den Boden. Ich würde mir mal ihre Gefühle angucken, ob sie das wirklich ernst nimmt, was sie gerade sagt, oder ob sie das vorspielt und dann gelangweilt ist und denkt, ihr könnt mich mal. Ich fände das jetzt auch sehr merkwürdig, wenn jetzt die Aussicht darauf, dass dein Telefon sie zusammenscheißt, sie mehr beeindruckt, als wenn ich das mache. Musst du dafür was würfeln? Ja, Wahrnehmung und Empathie, Sekunde. Ein Erfolg. Ja. Oh, was ein Wurf. 10-1, 10-1, 8. Guck mal, mit einem Erfolg aus Packs. Eins ist das, ne? Ja, kannst du schemenhaft zumindest ein Farbengewehr erkennen, vielleicht nicht so. Das ist aus Packs 2. Genau. Das ist aus Packs 2, ja. Ein Erfolg kann die Schattierung wahrnehmen, fahl oder hell. Oh, okay. Dann, ja, fahl, weil Vampir. Ja. Na gut. Ich halte dann mit dem Wagen auch mein Apartment zu. Und ihr wollt mich das jetzt nicht wieder gut machen lassen, indem ich andere frage. Welche anderen Fragen? Brennan. Ach so. Was willst du ihn genau fragen? Ob er die Erinnerungen von denen löschen kann, die mich gesehen haben, eventuell, wenn mich denn einer gesehen hat. Ich guck die anderen an. Weil ich immer noch nicht glaube, dass mich jemand gesehen hat. Aber ich könnte ihn auch fragen, ob er die Erinnerung an William auslöschen kann. Ich war ja jetzt schon öfter in der Bar. Habe ich da mal irgendwie Kameras oder so gesehen? Nee, sind denen, aber hast du auch bis jetzt noch nie so drauf geachtet. Ich schaue die anderen an. Wir hatten die Aufgabe, auf sie aufzupassen. Muss ja keiner mitkriegen. Ich sage, ich hätte es vorher gemacht oder so. Du bist sicher, dass Brandon das einfach so macht? Weiß nicht. Hat er dir schon mal geholfen? Mir persönlich? Naja, ich durfte da ein paar Mal schlafen. Im Club oben. Und ich habe ein paar Drinks umsonst gekriegt. Allgemein bin ich ziemlich gut da drin, Leuten irgendwie zu sagen, dass sie irgendwas für mich machen sollen. Der macht das bestimmt. Ich bin dagegen. Ich glaube, dass uns das echt ganz übel auf die Füße fällt, wenn wir jetzt zu Brennen gehen und sagen, hör mal. Nee, ich gehe ja hin, nicht ihr. Ja, das fällt trotzdem auf uns zurück. Genau, wir hatten den Auftrag auf dich aufzupassen. Deswegen sage ich ja, dass das vorher passiert ist. Vorher warst du im Club. Tagelang. Nicht die ganze Zeit.
möchte ja nichts sagen, aber das kannst du gar nicht sagen, dass du das vorher gemacht hast. Warum? Wenn du fragen möchtest, ob er der Person, die das gesehen hat, oder den Personen, ob er denen die Erinnerung nimmt, dann musst du auch sagen, wann das Ganze passiert ist und somit das heutige Datum. Ist doch logisch, denk doch mal nach, Mädchen. Na, vielleicht habe ich das heute früh gemacht. Und deswegen soll er die Erinnerung an... den ganzen Tag auslöschen, ja. Ja, natürlich. Hey, ich habe wenigstens eine Idee. Mich einsperren ist jetzt irgendwie nicht so eine coole Idee. Das sagst du immer, weil du es nicht möchtest. Na klar will ich das nicht. Wir aber. Ja, cool. Das ist besser als... Und das ist auch nicht in den Ordnung. Für alle. Anscheinend brauchst du noch Zeit, bis du gelernt hast, wie du dich verhalten musst. Und wann darf ich wieder raus? Das kommt ganz drauf an, wie du dich verhältst. Ich habe doch gar keine Möglichkeit, mich irgendwie zu verhalten, wenn ich in einem Zimmer eingeschlossen bin. Ich werde dir eine Tafel in das Zimmer bringen und dann schreibst du da 1000 Mal drauf, ich darf keinen Menschen komplett aussaugen. Eigentlich darf ich gar nicht an einem Menschen saugen. Ich esse das nächste Mal Burger. Ich glaube, das bekommt mir nicht besonders wohl hier. Dann halt Pizza oder Lasagne oder Salat. Das auch nicht. Hast du die Zähne eben nicht gesehen? Ja, netter Trick. Das ist kein Trick. Aber hast du meine Zähne gesehen? Warte, ich zeig sie dir nochmal. Ich hole die Zähne wieder raus, setze sie wieder ein. Ja, sie kommt so näher und meint so, probier's mal nach. Das sind nicht so, hier wie du. Du kannst auch mal hier, das sind nämlich Porzellankronen. Ja, zieht raus, zieht die Zähne raus. Gib mir meine Zähne wieder, sonst bereust du es. Gib dir die Zähne wieder. Besser ist das. Und jetzt schweig stille. Meine Hand geht nach oben, dein Mund schweigt. Okay. Hat er eigentlich gesagt, wir sollen mit ihr in Chicago bleiben? Nee. Ich hätte ja fast Lust, mit ihr raus nach Gary zu fahren, ne? In den Modius aufdrücken. Hier, nimm! Freust dich bestimmt, wenn ein weiterer Plumbi hier in der Stadt ist. Guck mal. Ja, nein. Nicht wegen dem Modius, aber wegen aus Chicago raus, erstmal raus, wo Stunk ist und da hätte ich dann auch selber eine Wohnung. Da muss ich die jetzt nicht immer aufs Auge drücken, dass die da irgendwie doch ein Kinderzimmer einrichten muss, wo das Kind Hausarrest haben kann. Dedo schreibt es auch gerade, ja, Jonathan darf nicht raus. Ja, hast du recht. Hast du recht. Also er könnte schon, aber naja. Nein, ich habe das. Ich habe das. Tremere sind vielleicht. Ja, ein bisschen immer sauer auf ihn. Immer, ja. Ach! Total überrührt. Ja, nein, das ist sicher immer, ja. War nur eine Überlegung. Ja, dann müssen wir jetzt doch erstmal zu Emma, oder? Wie gesagt, ich bin ja schon auf dem Weg. Ja. Dann kommt ihr irgendwann bei Emma auch an. Und kannst du so, wie sieht das Anwesen da irgendwie aus, wo du wohnst? Ist das so ein... Nee, das ist ja, ich habe ja in der Stadt nur ein Apartment. Ich fahre ja nicht zu meinem Vater, ich fahre ja zu meinem Apartment. Ah, okay. Mhm. Und das ist in so einem großen Apartmenthaus mit, wie heißen die Typen, die am Tresen sitzen und sagen Hallo? Hofseher.
Nee, das ist im Hotel. Die heißen anders da, okay. Ah, gut, wir wissen, was du meinst. Portier. Ja. Portier, okay. Genau. Mhm, gut. Und da hast du ja auch mehrere Räume. Was hast du denn noch? Einen extra Raum für Portia oder wo muss die jetzt schlafen? Im Klo? Na, ich hab ja so eine. Wie nennt man die ganz oben, die Apartments? Suite? Du weißt, was ich meine. Nee, aber ganz oben mit Dachterrasse und genau, zwei Gästezimmern und da hatten aber da wenig waren Fenster. Jetzt die letzten Nächte. Naja, zugezogen. Fenster haben sie schon, aber viele Gardinen. Da haben ja jetzt die letzten Nächte die anderen dann geschlafen, ne? Also letzte Nacht auf alle Fälle. Also es wird wohl schon was mehr sein als Gardinen, weil nur Gardinen reicht nicht. Also es würden schon richtige, Amerikaner würden Blast Shields sagen. Also so richtige Rollläden, wie man sie aus Deutschland kennt. Das ist in Amerika relativ ungewohnt. Die haben sowas nicht eigentlich, aber das Apartment, also das Penthouse hat dann wohl sowas. Oder du hast es einbauen lassen. Ich habe es einbauen lassen, ja. Also so wirklich solche Dinger, wo kein Sonnenlicht rein durchkommt. Ja. Wir müssen dann eins der Gästezimmer für sie herrichten. Also es gibt noch ein extra Gästezimmer. Okay. Es gibt zwei extra Gästezimmer. In einem schläft Melina und in dem anderen dann Portia. Und die Jungs müssen halt auf die Couch. Ja, oder zu Jonathan. Ach nee, Jonathan hat ja auch in Gary sein. Das von Dix ist abgebrannt. Wir müssen auch, ja, wir sollten echt mal hier uns irgendwie vernünftige Unterkünfte besorgen. Wir können ja nicht immer alle ewig bei Emma bleiben. Hallo, ich hatte eine sehr vernünftige Unterkunft. Eine sehr vernünftige. Ja, aber die ist abgefackelt. Was willst du machen? Wieder aufbauen. Ja, dann los. Es geht nicht. Gut, es ist auch inzwischen relativ früh. Das heißt, bald geht die Sonne dann auch auf. Ihr merkt in euren Knochen, dass ihr müde werdet, schon ein bisschen. Und bettet euch dann auf der Couch, auf dem Flurboden oder sonst irgendwo halbwegs gemütlich und verbringt den Tag. Und am nächsten Tag streichen sich alle wieder einen Blutpunkt weg. Und erwachen. Und Melina erwacht irgendwie ziemlich früh, hast du das Gefühl? Und siehst, dass Portia in deinem Zimmer steht. So mit dem Gesicht zum Rollladen. Was tust du hier? Guckst jetzt irgendwie, du hast so, schlafst noch ein bisschen in den Augen irgendwie, also öffnest dann so richtig, hast so ein bisschen dieses Schummrige, wenn man morgens aufsteht. Siehst zuerst Portia und dann, dass die da vor dem Rollo steht und irgendwie eine Zeitung nach oben hält. An die Rolllade. Und meint dann so, das Licht raushalten? Steh mal auf. Mein Arm wird langsam auch ziemlich schwer. Okay. Stehst auf, sie nimmt die Zeitung runter und von dem abendlichen Sonne geht noch so ein Lichtstrahl genau auf das Bett, wo du gelegen hast. Ob das dann ja? Gestern war der Rollladen doch noch dicht. Weiß nicht, ich hab's rappeln hören die Nacht. Den Tag, sagt man so, oder? Mhm. Und wie rappeln hören? Nur einer draußen, glaube ich. Hab's nicht genau gesehen, kann ja nicht raus. Nein, aber wir sind im Penthouse. Wir sind hier echt hoch. Mhm.
Ich habe nicht durch das Loch durchgeguckt. So lebensmüde bin ich nicht. Ach, Gott sei Dank. Wenigstens ein bisschen Verstand sitzt drin. Danke, bitte. Ach, egal. Gern geschehen. Ich gehe duschen. Langsam geht das Licht dann auch irgendwie, weil es wirklich jetzt schon relativ nah irgendwie Sonnenuntergang war, geht das Licht dann irgendwann weg. Sobald das sicher ist, gucke ich mir das mal genauer an. Wonach sieht denn das aus? Hat das jemand aufgeprügelt oder ist da irgendwie ein Loch reingebohrt? Es scheint, als ob jemand von außen jemand ein Loch in die Fenster, also ins, das Fenster ist auch kaputt. Irgendwie von außen jemanden, ja, ungefähr, ja, so ein Flaschenboden großes Loch in das Ding reingebohrt hat. Durch Rollladen und Fenster? Ja. Mit was macht denn sowas? Innen drin siehst du auch noch die Reste, die halt nach innen reingefallen sind. Ich da irgendwelche Werkzeug, wie sieht das denn aus? Wie als hätte da jemand mit dem Glasschneider was rausgefräst oder was? Ja, du bist ja Soldat, vielleicht kannst du sowas irgendwie, wo könnte man denn mal drauf würfeln? Crafts, ja, genau. Und Intelligence. Wo ich denn? Ach, da ist Crafts. Intelligence, ja gut. Moment. Zwei Erfolge. Ja, sehr gut. Dann ist es wahrscheinlich, also was genau das jetzt war, weißt du nicht, aber sieht nach so einer Art, wirklich so einer Art Diamantschneider oder sowas aus, weil das ist so glatt und gerade durch. Irgendwas muss total mega scharf gewesen sein, was das so durchschnitten hat. Mhm. Ist auch jetzt nicht irgendwie gezackt oder abgehackt oder irgendwie gesägt oder so, sondern es ist sehr, sehr glatt ausgeschnitten. So irgendwie ganz und ganz symmetrisch und ja. Mhm. Okay, dann trommel ich mal die anderen zusammen, damit wir das angucken. Guten Morgen, Emma. Guten Morgen, Jonathan. Guten Morgen, William. John Boy. Mary Ellen. Ja. Morgen zusammen. Ja. Ihr habt ja auf dem Boden oder auf der Couch geschlafen. Wer hat wo geschlafen? Hat Jonathan sich die Couch ergattern können gegen William? Ja. Ja. Einen großen Aufriss. Rückenschmerzen kann er eh keine mehr kriegen, von daher. Nee, das ist ein Vorteil des Unlebens, ja. Das sind so ein bisschen Phantomschmerz, weil du denkst, irgendwie, eigentlich müsste ich Rückenschmerzen haben. Die halbe Nacht nach irgendeinem Buch gesucht, das als Kopfschütze nehmen kann, weil das von zu Hause auch gewohnt ist. Ja, bei Emma gibt es nicht so viele Bücher. Vogue-Magazine zusammengestapelt, dass die so wie ein Buch wirken. Ja. Emma ist nicht dumm. Nein. Das habe ich damit auch nicht ausdrücken wollen. Da gibt es auch durchaus Bücher. Ja, nichts, was Jonathan als Buch bezeichnen würde. Darauf können wir ganz, glaube ich, einigen. Das ist ja einigen. Auch langweilig. Hallo, gar nicht gesehen. Wo ist denn da der Spaß? Ja, also Melina trommelt euch zusammen und zeigt euch das. Genau. Anscheinend sind wir heute Nacht attackiert worden. Heute Tag, ja. Ja. Die Zeit, wo wir geschlafen haben. Alter Verwalter, hier oben? Den müssen wir auswendig machen. Ich will, dass er das bezahlt.
Ich habe auch ich keine Ahnung, bestimmt. Wie die da rangekommen sind. Ist da ein Balkon außen? Also ihr habt da so eine Terrasse draußen, aber in der Ecke, wo Melina ihr Zimmer hat, ist keine Terrasse. Kann man von der Terrasse an die Seite von dem Haus gucken, wo Melinas Zimmerfenster ist? Ich würde sagen, ja, es sei denn, Sere sagt jetzt was anderes, weil es ja ihr Apartment. Ich sag nichts anderes. Ja, dann geht das. Dann gehe ich mal gucken, ob man da von außen irgendwie Kletterspuren sieht, Kratzspuren. So, ja, so von Ferne mach mal Investigation und Perception. Mhm. Nein, nein. Nein. Ja, dann könntest du da ganz grob irgendwelche Kratzspuren sehen am Betonwerk. Von unten nach oben oder? Von oben nach unten. Das heißt, vom Dach hat sich jemand ist jemand runtergeklettert. Anscheinend. Mhm. Also das sind keine guten Nachrichten. Ich sehe Kratzspuren außen, allerdings vom Dach nach unten. Das heißt, jemand ist vom Dach nach unten gekrabbelt, hat ein Loch in das Fenster geschnitten und es sind Kratzspuren im Beton. Sprich, entweder ein Gangrel mit Klauen oder... Und ich guck mal zu... Name. Ich habe eben noch geschrieben. Portia rüber. Die netten Herren, mit denen dein Erschaffer schon eine Bekanntschaft gemacht hat. Diese haarigen Dinger? Mhm. Ja. Puh. Dann war es ein ziemlich feiges Vieh. Aber es scheinen sie ja immer zu sein. Einmal aus dem Schatten kommen, einmal im Hellen angreifen. Es ist die Frage, warum haben sie gerade Melina ausgespäht? Wir schauen mal Melina fragend an. Ich habe keine Ahnung. Ja, und auf jeden Fall ist das Ding... Vielleicht haben sie sich weg. Im Zimmer vertan. Und das Ding ist auf jeden Fall weg, als ich Radau gemacht habe. Aber das bedeutet, dass wir jetzt nochmal wieder stärker im Fokus sind und dass wir uns vielleicht dann nochmal irgendwie eine andere Unterkunft suchen müssen, dass sie nun wissen, wo Emma wohnt, das wussten wir ja, weil wir auch schon das Päckchen hierher geschickt bekommen haben. Aber ich denke, jetzt, wo wir hier direkt attackiert worden sind, ist der Platz hier nicht mehr sicher für uns. Wir müssen andere Vorkehrungen treffen, dass wir auch bei Tag geschützt sind. Oder wir brauchen Leute, die beim Tag aufpassen, dass keiner am Dach ist. Was eine Vorkehrung wäre, dass wir bei Tag geschützt sind. Okay, sehe ich ein. Also ich kann mir tatsächlich ein Ritual aneignen, das uns quasi wie durch eine Art Alarm warnt, sobald wir auch nur im Entferntesten in Gefahr kommen, während wir am Tage schlafen. Sowas geht? Das wäre gut. Gut, ich mache mich direkt an die Studien. Ich frage nochmal, sowas geht? Ja. Wie? Das ist relativ einfach. Ich habe es nur überflogen, aber irgendwas hat es zu tun, dass man Federn verbrennt und die Asche über den geplanten Schlafbereit streut. Das ist ja mega nützlich. Ja, es ist ein magisches Ritual. Cool, kann ich das lernen? Nein. Warum nicht? Weil du die Taumaturgie nicht beherrschst. Kann man das lernen? Theoretisch schon, wenn du einen Tremer findest, der dich ausbildet. Guck dich so mit so Hundepapi-Augen an. Ich schnipse vor Jonathans Gesicht rum. Nein, nein, nein. Nicht noch werden. Nachdenken. Bisher hat sie sich nicht als jemand erwiesen, der solches Wissen haben sollte.
Das wäre ein Weg, der dich viele Entbehrungen kostet. Viel Leid und Opfer müssen gebracht werden. Er meint, du müsstest ihm tagelang zuhören. Und Bücher lesen. Ja, Bücher lesen. Oder ihm zugucken. Ich meine, ich darf ja eh nicht raus. Oh, und Bücher lesen. Du musst Formeln auswendig lernen. Wie im Physikunterricht. Ich meine, ich habe ja eh nichts anderes zu tun. Schieß los, Jonathan. Welches Buch? Zuerst. Rennstrecke. Ich habe so eine Seitentasche dabei, wo ich dann so einen doppelt bibeldicken Wälzer raushole. Ah, ich habe da etwas leichte Lektüre auf Altgriechisch. Mit der könntest du anfangen. Altgriechisch? Ja, natürlich. Okay. Sag nur, du kannst kein Altgriechisch. Das ist ja, das rollt so ein bisschen mit den Augen. Grundlagensprache, um Enocherisch überhaupt lernen zu können. Enocherisch? Ja, das ist die Sprache, in denen die ganzen alten Schriften. Ja, ist egal, ich krieg's schon irgendwie hin. Gib her. Zeig die Finger. Hä? Guck ich, ob da irgendwie Make-up-Spuren, Nagellack. Nein, sonstiges. Sie schwitzt auch nicht, weil sie ist ein Vampir. Na gut. Ja, gebe ich dir das Buch. Da hinsetzen und lesen. Du kriegst das Buch nur, wenn ich dich im Auge habe. Ja, ich glaube, ich muss zuerst mal die Sprache irgendwie hinkriegen, nicht wahr? Hast du irgendwie ein Wörterbuch oder so? Grammatik? Internet? Gut. Wo ist der Laptop? Emma, hast du einen Laptop? Natürlich habe ich einen Laptop und ich zeige in die Ecke, wo der steht. Cool, darf ich den benutzen? Nein. Aber wenn ich das jetzt alles mit dem Handy machen muss, dauert das ewig. Du musst dir deine Luxussachen erstmal wieder verdienen. Ja, das versuche ich doch gerade. Jonathan, hat sie nicht Handyverbot? Das war die zweite Drohungsstufe. Wir haben es nicht ausgesprochen, oder? Wir gucken die Runde. Nee, haben wir nicht. Gut. Aber, wenn du nicht brav bist, ich meine, das war ja heute schon ziemlich ordentlich, dass du, aber nee, habe ich nicht mitbekommen. Ziemlich gut, dass du das Loch in dem Fenster gefunden hast. Und ist der erste Schritt auf einem langen, langen Weg zur Betugend. Mhm. Los, worauf wartest du? Könntest schon anfangen. Ja, setzt sich dann in irgendeinen Sessel und starrt erstmal das dicke Buch an. Blättert so die erste Seite auf. Guckt da so rein. Dann ist dreht sich rum. Ja. Gut, was machen wir jetzt mit der Information, dass Werwölfe uns nachts aus, tagsüber ausspionieren? Ich meine, das ist jetzt nicht gut, oder? Naja, ich glaube nicht, dass das ein Spionageakt war, sondern wirklich ein Angriff. Wenn Portia das nicht zugehalten hätte, wäre ich wahrscheinlich in Flammen aufgegangen. Ja, auch bevor ich aufgewacht wäre. Durch den Lichtstrahl hättest du Verbrennungen bekommen, die hätten dir Schmerzen zugefügt und davon wärst du aufgewacht. Ich meine, du hättest ja nicht komplett in der Sonne gestanden. Nein. Aber es war schon ordentlich. Das war schon gefährlich. Und ich glaube nicht, dass sie das ausspionieren wollen. Weil was erwarten die denn, was Vampire tagsüber?
Da gab es jetzt nicht viel zu sehen. Tja. Ein Spanner. Ja, genau. Ich lag wie tot im Bett. Das war bestimmt total spannend. Gibt für alles seinen Fetisch. Ja. Ich weiß, was er für Vorlieben hat. Ja, nur testen, was für Vorsichtsmaßnahmen wir getroffen haben. Umso wichtiger, dass wir welche betreffen. Wir sollten auf jeden sind Fall. Das jetzt die, sind das jetzt ganz sicher die Leute, die hinter ihr her sind? Oder die Leute, die hinter ihm her oder uns her sind? Ganz sicher ist gar nichts. Nee, ganz sicher ist gar nichts, aber der Typ ist relativ, dass die Werwölfe das sind, ne? Ja, aber hinter wem sie her sind? Also hinter ihr, weil sie ihren Erzeuger umgebracht haben? Oder? Na, hinter uns ist ja auch irgendjemand her. Ja, ist ja noch alles dieselbe. Ist nicht generell gerade Jagd auf die Vampire eröffnet? So ein bisschen hier in der Stadt. Also, aber vielleicht wollten sie Jonathan treffen, vielleicht waren es die Tremere. Die tagsüber an einem Gebäude rumkratzen, ich glaube kaum. Jonathan hätte jetzt eher die Idee gehabt, dass sich Tremere mit irgendwelchen abtrünnigen Werwölfen verbündet haben, um Jonathan auszuschalten. Weil sie alles möglich. Alles möglich. Als dann Mina sagt, ist nicht generell gerade Jagd, macht oder so ein. Ja, das macht es jetzt gerade nicht besser, aber ich verstehe jetzt so, ja. Emma, hast du Gaffer-Tape? Nein, wofür? Zum Flicken. Es gibt nichts, was man mit Gaffer-Tape nicht reparieren kann. Man braucht doch immer eine Rolle Gaffer-Tape dort. Wenn man es mit Gaffertape nicht reparieren Papa kann, dann war es nicht kaputt. Papa ruft immer den Handwerker oder kauft mir was Neues. Padawan, du musst noch viel lernen. Es wird ja wohl irgendein Shop jetzt aufhaben und Gaffertape haben. Aber Portia beibringen, dass sie für sich selber sorgen muss, ne? Ja, klappt doch gut. Offensichtlich habe ich ja schon zwei Schülerinnen. Ja. Portia ist übrigens immer noch auf Seite 1 und tippt jetzt irgendwas auf ihrem Handy. Ziemlich schnell übrigens. Google-Übersetzer. Da kommt nur Scheiße bei raus. Also man sieht so richtig. Nein, nimm Bing, das wird lustiger. Man sieht die Finger so richtig über das Display rasen. Also. Tja, die Jugend, die sind noch engagiert. Alexa, bestelle mir ein blutiges Steak. So. Kommt, wird die Bestellung rausgegeben. Mit PayPal bezahlen, wird dann gefragt. Ja. Gut. Dann hast du dir jetzt ein blutiges Steak bestellt. Kommt in 20 Minuten. So. Was machen wir jetzt? Ich meine, ich... Lernen! Nein, ich gucke Wrestling. Aber nicht hier. Dann schmeiße ich mich auf die Couch und mache den Fernseher an. Oh. Emma, hast du... Portia geht hoch, nimmt diesen dicken Wälzer und geht in ihr Zimmer. Ich hole die Kopfhörer und setze sie William auf und steck sie. Der ist abgelenkt. Also ich könnte jetzt tatsächlich Gaffertape erschaffen, aber ich denke, da ist kurz. Nein, ich glaube, ich kann auch einfach eben einkaufen gehen. Aber da ist so ein, ich glaube, hier wohnt so ein Hausmeister im Haus, ganz unten.
Vielleicht kannst du den fragen. Naja, von mir aus, aber was willst du dem denn sagen, wie das passiert ist? Ich habe außerdem ein Loch in mein Fenster gebohrt. Und in meine Rolle. Wir müssen ihm ja nicht sagen, wofür das Tape ist. Achso, du meinst, dass der Tape hat? Okay. Ich habe dich gerade so verstanden, als sollte ich dem sagen, hier mein Fenster ist kaputt. Ja. Die Damen, wo wir gerade unter uns sind, irgendetwas ist meiner Meinung nach mit Portia nicht so ganz in Ordnung. Ach hey, erzähl. Welche, ich habe keine Ahnung, 12-Jährige, 33-Jährige, ich bin ganz schlecht mit Altersschätzen, fernfreiwillig altgriechisch auf dem Handy, wenn die vorher nichts mit akademischer Ausbildung oder Sprachen am Hut hatte. Wie viel weißt du denn über sie und ob damit vorher was am Hut hatte? Sie ist doch so ein Handy-Smiley-Chat-Kit-Ding. Ich hab's schon gesagt. Entschuldigung, aber ist euch jetzt allen Ernstes nicht aufgefallen, wie er schon ziemlich auf dem Markt steht? Bitte, du hast jetzt bei mir geruckelt. Ja. Ist euch ernsthaft nicht aufgefallen, dass sie schon ziemlich auf Macht steht? Die nutzt das doch gnadenlos aus, dass sie allen Leuten alles kriegen kann, was sie will. Und jetzt die Möglichkeit zu haben, besondere Fähigkeiten einzusetzen, die sie bisher nicht beherrscht. Ja, gut, sich Dinge zunutze zu machen, die sie jetzt nicht beherrschen kann. Mehr Macht zu generieren. Natürlich interessiert sie das. Also ich habe ihr ein Buch über geschichtliche Lektüre gegeben. Es ist jetzt nicht wirklich was über... Ja, das will ich hoffen. Aber ich meine, sie weiß das ja noch nicht. Sie ist doch erst auf Seite 1. Angelockt hast du sie doch damit, dass du erzählt hast, dass das Ritual funktioniert. Also, dass es sowas theoretisch gibt. Generell. Was machen wir mit dieser Information? Das weiß ich nicht, aber die ist mir überhaupt nicht geheuer, die Kleine. Und ich glaube, mit der kriegen wir noch richtig Ärger. Warum haben wir sie jetzt eigentlich an der Backe und wie lang? Weil der Prinz es so will. Ja, weil der Prinz es so will. Ja, das ist das Problem unserer Gesellschaft. Wenn der Prinz nicht wäre, wärt ihr alle schon tot. Wenn der Prinz nicht wäre, wären wir alle schon tot, das ist richtig. Aber jetzt uns hier eine soziopathische Vampirin auf den Hals zu hetzen, mit dem Argument, ihr seid doch jung und die ist jung, ihr könnt euch eine Selbsthilfegruppe gründen, wie ihr zusammen in der Vampirwelt zurechtkommt, finde ich schon auch ein bisschen schwierig. Aber ja, was willst du machen? You suck! You suck! De-de-de-de. Weiß gar nicht, ob der dieses Jahr bei WrestleMania kämpft. Wer? John Cena. Ich würde gerne. Aber egal. Er ist noch nicht auf der Karte. Nein, nein, nein. Ja, es klingelt irgendwann an der Tür. Dein Steak ist da. Es sind noch keine 20 Minuten vergangen. Er wollte ja auch ein frisches, oder? Das muss ich auch bei. Ja, dann stehe ich auf und gehe zur Tür. Mhm. Und dann mache ich die Türe auf. Vor dir steht ein junger Mann mit schön gepflegtem 3-Tage-Bart, kurzen Haaren, namens Prias. Hat er so ein Schild um oder was? Nee, aber du kennst ihn. Woher kenne ich den? Aus dem Succubus-Club. Aha. Hast du mein Steak dabei? Oh. Nein. Ich wollte Support hier. Die hat Stubenarrest.
Das hat sie mir auch geschrieben, ja. Ich soll ja irgendwas übersetzen. Nein. Und dann mache ich die Tür zu. So. Da war. Habe ich das mitgekriegt? Weiß ich nicht, sag zu es mir. Dann stampfe ich jetzt in Richtung Frosch, ja? Mhm. Reiß die Tür auf. In dem Moment, also dass du gerade die Tür aufreißen willst, geht die Tür auf sich auch auf und sie steht da mit so einem wutentbrannten Gesicht. Boah, William, du bist so ein Arschloch! Und du, mein Fräulein, ich reiß dir das Handy aus der Hand, hast jetzt Handyverbot. Warum? Du lädst niemanden zu mir nach Hause ein und verrätst ihm, wo ich wohne. Und braucht dich gar nicht, der weiß auch so, wo du wohnst. Ich hab ihm keine Adresse gegeben. Und dann reiche ich das Handy an Melina. Ja, ich steck's ein. Und grinse so viel Sand an. Die Tür ist ja zu. Achso, stimmt. Okay. Ja. Ich grinse trotzdem so viel Sand. Ich finde das gut. Tja, Parenting. Parenting. Ich haue mich wieder auf den Couch. Warum müssen wir eigentlich mit Teenagern anfangen? Weiß ich nicht. Hat sich so ergeben. Ich glaube, Baby-Vampire wären auch ein bisschen komisch. Aber sie wären niedlicher. Ja, sie würden nicht erwachsen werden, ja. Ja, aber bei Rüdiger, der Vampir, musste Anna immer Milch trinken, weil die noch keine Vampirzähne hat. Ja. Da gab es aber auch ein Fest der Vergebung. Ja. Ja. Ein paar Minuten später klingelt es wieder. Ja, dann gehe ich wieder zu dir. Das jetzt wohl das Ding sein. Ja, diesmal ein Lieferservice-Bote mit einem, ja, mit so einer Tüte. Steak. Oh, ich gehe bezahlen. Ich gehe schon, William, ich gehe schon. Ja, dann gehst du. Der hat ja hat schon aufgemacht. Ich mach das, William, ich mach das. Ich zücke meinen Geldbeutel. Wo ist es denn? Da ist noch was. Könnten Sie mal kurz halten, bitte? Gib mir den Becher in die Hand. Nimm den Becher. Hol da meinen Geldbeutel. Was macht das denn? Ist schon bezahlt. Oh! Ach so! Ja, dann bitte, gib mir den Becher wieder her. William, hol den Steak. Geh wieder rein. Stimmt ja, ich habe ja per PayPal bezahlt. Ach Mann, ich bin so vergesslich. Jonathan gibt ihm $5. Ich gehe zurück, gebe $5. Tschüss, schönen Tag noch. Oh, danke, tschüss. Ihr habt übrigens gesehen, dass auf dem Gang sitzt der Prias immer noch. So irgendwie auf den Boden gesunken, so an die Wand gelehnt. Ich gehe zurück zu Melina. Melina, ich möchte nichts sagen, aber kann ich jetzt nach draußen gehen und sagen, ey, pass auf, ich verprügel dich gleich, wenn du nicht sofort verschwindest, oder wäre das jetzt auch falsch? Lass mich vorher mit ihm reden. Okay. Dann haue ich mich wieder auf die Couch, pack wieder die Kopfhörer auf die Ohren und guck weiter. Jonas setzt sich nebendran in den Sessel, liest ein Buch und trinkt genüsslich sein Blut. Ja. Ja, ich hier effektive Jagdmethoden. Ja. Kannst dir einen Blutpunkt aufschreiben. Ich gehe raus zu Prias. Mhm. Was machst du noch hier? Ich sollte hier warten. Sagt wer? Die Kleine. Verschwinde. Aber ich sollte hier warten. Sie kommt nicht raus. Verschwinde. Ist mir egal. Ich soll hier warten. Was willst du denn hier? Ich soll hier warten. Und dann? Nix und dann.
unbeschleuerten Fenster. Mhm. Du kannst ja nicht ewig bleiben. Und was ändert das Fenster jetzt dran? Sie wird nicht rauskommen, solange es noch dunkel ist. Egal. Ich soll ja nur hier warten. Was stimmt nicht mit dir? Naja, mach was du willst. Okay. Ich warte hier. Wenn Melina wieder reinkommt und die Tür schließt, nehme ich ihr das Handy ab und schreibe... Nein, das wollte ich machen, hallo. Die Idee hatte ich auch. Ja, nee, ihr habt ihr das Handy doch schon längst abgenommen. Ja, aber ja, nicht mein Handy. Ach so. Ihr Handy nehmen und Prias schreiben, verbiss dich. Genau. Mhm. Die lassen mich nicht gehen, die sind alle scheiße, geh weg. Das weiß ich. Okay. Irgendwas, was nach ihr klingt. Ich versuche ihren Schreibstil nachzudenken. Entschuldigt, wenn ich mich da einmische, aber wie kann ein so junges Küken Prias einen Befehl geben, den er partout nicht sein lassen will? Da passt doch was ist nicht. Ist das ein Ghoul vielleicht? Wissen wir das? Oder? Achso, ja, das Prias wäre ein Vampir. Weil im Succubus Club sind ja auch Ghule unterwegs, die man zum Trinken nehmen kann. Naja, aber leichte Verfremdung von Namen scheint hier ja gerade irgendwie en vogue zu sein, nicht wahr? Menelaos nennt sich Menele. Helena heißt, glaube ich, immer noch Helena. Aber wenn Prias jetzt Paris ist, dann wüsste ich, warum der genau auf sie hört. Warum? Kommt euch das nicht komisch vor? Dass sie angeblich so neu ist und doch ziemlich genau weiß, wie sie ihre Fähigkeiten hat. Wenn man nun jemand ist, der jahrelang nirgendwo aufgetaucht ist, von dem niemand weiß, wie man aussieht, und neu in die Stadt kommt und seine Macht aufbauen will, dann sieht man doch als 16-jähriges kleines Mädchen, man kann von nichts eine Ahnung. Meint ihr, sie ist Helena? Weißt du's? Ich trau ihr nicht. Ja, aber sie weiß zu viel, also sie hat zu viele eigentlich dafür, dass sie ein paar Tage alt ist. Und es ist ihr irgendwie alles scheißegal. Und ihre Menschlichkeit scheint sie zu haben. Aber wenn sie Helena wäre, bräuchte sie niemanden, der ihr Altgriechisch übersetzt. Weißt du denn, ob sie wirklich altgriechisch übersetzen lassen wollte oder ob sie sich gedacht hat, leck mich doch alle am Arsch? Das ist aber eine gute Ausrede, um mein Handy rauszuholen und irgendwie in die Welt zu telefonieren. Aber wenn sie Helena ist, dann kann sie uns auch anders klein kriegen. Wer weiß denn, was sie hier für verfolgt? Ist ja nur eine Theorie, ich habe auch keine Ahnung, aber mir scheint das alles ein bisschen komisch und das fängt in meinem Kopf irgendwie an, Sinn zu machen. Und ich bin damit selber noch nicht völlig fertig. Ich meine, ich habe auch keine Beweise oder irgendwas, aber die Puzzlestückchen könnten passen. Mir ist das alles hier zu blöd. Diese ganze Scheiße hier. Und wenn sie weiß, dass wir Menele kennen, du meinst, sie will was? Sie will an Menele ran. Könnte ich mir vorstellen. Das wäre vielleicht auch ein Grund, warum sie versucht hat, mich vor Schaden zu bewahren. Weil sie noch was mit uns vorhat, weil sie sich einschleimen will und gesehen hat, dass sie jetzt erstmal auf die Frage ist. Nicht undenkbar, aber auch schwer vorstellbar. Ja, aber ich habe wirklich keine Ahnung, wie das letzten Endes alles so ist mit den richtig alten Vampiren. Aber sie hat deutlich zu viele Leute in ihrem Bann. Ich
meine, du bist auch Toreador und du weißt dich zu bewegen und du ziehst Leute in deinen Bann, aber wir alle waren von ihr abgelenkt, sobald sie irgendwie anfängt, was zu tun. Sie läuft einfach in eine Bar rein und niemand kann sich mehr wehren vor ihr. Du läufst auch in eine Bar rein, aber bei dir passiert das nicht. Ich meine, du legst es vielleicht auch nicht drauf an und wenn du wirklich willst, schaffst du das auch. Aber verstehst du, was ich meine? Das scheint dir alles so zuzufliegen. Ich halte das nicht für normal. Wir alle mussten das üben. Wir müssen alle immer noch so viel üben. Manche Sachen klappen auch nicht so, wie wir uns das vorgenommen haben. Aber hier läuft das immer alles so. Sie scheint sich kaum zu bemühen. Hast du gesehen, wie schnell sie in die Hand getippt hat? Ich meine, ich weiß, dass man mit viel Übung schnell tippen kann. Das war übermenschlich schnell. Sie hat scheint da Geschwindigkeit eingestellt zu haben. Also. Und schnell bin ich auch. Aber so schnell nicht. Ja, sah das so aus, als wenn sie Solarity nutzt? Also so wie er es beschrieben hat, ja, völlig ohne. War ziemlich schnell, ja. Ich zeige ihr jetzt, weil ich mich herausgefordert fühle, auf meinem Handy mit Geschwindigkeit, wie ich tippen kann. Ja, das sieht ungefähr genauso aus. Mit Celerity? Ja. Ja, dann so. Siehst du? Oh mein Gott, sie kann Toreador-Kräfte. Oh mein Gott. Nein, aber ich sag ja nur. Ja. Ihr zieht mich jetzt durch den Kakao, aber so richtig Gegenargumente habt ihr auch nicht, oder? Ich habe weder dafür noch dagegen Argumente, aber... Wir sollten das... Ich sag doch gar nicht, ich habe Recht oder was. Ich sag nur, das wäre eine Möglichkeit und sie erscheint mir immer weniger absurd in meinem Kopf und wir sollten da... Mehr verlange ich gar nicht. Vielleicht sollte ich mich mal mit ihr unterhalten. Mach das. Du bist doch jetzt hier Lehrmeister. Oh. In der Tat. Ja. Gehe ich mal zu ihr aufs Zimmer. Ja. Ist sie am Lesen? Nee, das Buch liegt irgendwo an der Wand. Irgendwie so aufgeschlagen nach unten, als ob es irgendeiner gegen die Wand geschwessen hat. Und sie sitzt irgendwie so ziemlich apathisch, guckt nach draußen. Entschuldige bitte. Ja. Hast du das Buch gegen die Wand geworfen? Nein, ist dagegen geflogen. Warum, wenn ich das Gefühl nicht hast, dass du mich verulken willst? Welche Strafe kriege ich jetzt? Ich nehme dir mein Buch weg, weil ich dir gesagt habe, du sollst damit pfleglich umgehen. Dann nimm's und verpiss dich. Fühle ich mich befohlen? Nee. Oder? Nein. Ja, dann gehe ich mal langsam zu dem Buch rüber. Und würde dann mal... Ja, ist sagen. Das ist ja so die absolute Grundform des Lateinischen ist. Die Würfel gucken, sind gefallen. Ja. Ob sie darauf reagiert. Nö. Ist dir schon klar, dass dein Freund, den du gerufen hast, draußen im Hausgang sitzen kann, bis er schwarz wird? Gut. Und du willst jetzt... Ist das meine Schuld oder eure? Wieso bestehst du darauf, eine Schuldfrage zu klären? Weil ihr mich wegen nichts bestraft. Wegen nichts? Ja. Definiere mal nichts für dich. Du hast gesagt, ich soll das Buch lesen. Ich versuche, das Buch zu lesen. Alleine.
Das hast du nicht gesagt. Gesagt, du sollst mittels Google die Sprache lernen. Und da kommt ein Lehrer, der sie mir beibringt. Und ihr schmeißt ihn raus und gibt mir mein Handy weg. Tolle Eltern seid ihr. Ihr seid noch schlimmer als meine richtigen Eltern. Yeah. Jetzt nimm das bescheuerte Buch und geh. Ich habe keinen Bock mehr auf das Ding. Kannst du dir erklären, warum er im Hausflur sitzen bleiben will und auf dich warten will, selbst wenn die Möglichkeit besteht, dass die Sonne aufgeht und er dabei stirbt? Wieso sollte er sterben, wenn die Sonne aufgeht? Oh, er ist kein Vampir? Nein. Ah, gut, dann haben wir es geklärt. Na dann. Ich soll doch keine Leute mehr umbringen. Richtig. Das hast du dir gut gemerkt. Danke. Es freut mich, dass ich dir jetzt ein wenig etwas beibringen konnte. Mhm. Sonst noch irgendwas? Sprachenlernen macht Spaß. Das merke ich gerade. Nein, das merkst du nicht, weil du lernst ja keine Sprache. Wer ist schuld? Warum willst du immer die Schuldfrage klären? Weil ihr mich wegen nichts bestraft! Aber das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Du hast ein problemorientiertes Denken und kein lösungsorientiertes Denken. Mein lösungsorientiertes Denken geht euch doch am Hintern vorbei. Jedes Mal, wenn ich irgendwas vorschlage oder irgendwas mache, ist es scheiße. Dann mach dir doch mal Gedanken, warum das so sein könnte. Keine Ahnung! Und jetzt geh raus mit deinem komischen Wälzer. Ich will meine Ruhe haben. Na gut. Geh und häng den Kopf raus. Komm unten an, sie ist sauer. Schlägt die Tür hinter dir zu. Wie bedauerlich. Ja. Und ja, der ist Prias ist ein Ghoul, das heißt. Er kann noch eine Zeit lang draußen sitzen bleiben. Wir müssten nach 2 Tagen überlegen, ob wir Wasser geben. Wie gnädig. Ja. Ja, schön. Mit diesem geknickten Jonathan, der rausgeht und der Tür, die hinter ihm zuschlägt und einem verpiss dich nochmal aus dem Raum herausschallt, können wir für heute den Stream, glaube ich, beenden, weil wir haben 2,5 Stunden durch. War sehr lustig heute. Ich fand's ulkig. Weiß nicht, wie es euch geht. ja, danke schön, dass ihr mit mir zusammen spielt. Hoffentlich haben wir dieses Mal nicht wieder so eine lange Pause dazwischen. In 2 Wochen geht's hoffentlich schon wieder weiter am Sonntag. Wenn nichts Schwerwiegendes dazwischen kommt, wie unendliche Krankheit oder spontane Vampir- Verbrennungen oder so. Dann spielen wir in 2 Wochen am Samstag wieder. Am Sonntag wieder. Und bis dahin bedanke ich mich bei meinen Mitspielerinnen und Mitspielern und bei den Zuschauerinnen und Zuschauern, wann immer ihr das guckt. Dankeschön und macht's gut. Tschüss. Tschüss. Tschüss.